Jubo moje Flüte und ahoi meine lieben Landratten und Rädchen da draußen. Und wieder herzlich willkommen zu Final Frontier Watchers zusammen mit dem guten Toni. Hallo zusammen. Und heute erleben wir das epische Finale der ersten Staffel von Star Trek Lower Decks. Pünktlich eine Woche, nachdem der Trailer zur zweiten Staffel schon angekündigt wurde, die dann im August zumindest auf Paramount Plus startet. Und hoffen wir mal, dass Amazon diesmal ein bisschen schneller delivert. Oh ja, und, bitte. Ja. Schauen ja, wir mal. Kann, letztes Mal haben sie ja überrumpelt, dadurch, dass sie Monate vor der eigentlichen Ausstrahlung ausgestrahlt haben, sodass ich diesmal gute Hoffnung bin, dass wir es vielleicht zeitgleich kriegen. Das wird geil. Hatte denn Amazon von Beginn an die Absicht, diese Serie zu holen? Weil irgendwie war ja lange Zeit auch unklar, wer es überhaupt ausstrahlt, bis Ende Dezember, wo sie auf einmal einen Trailer rausgehauen haben. Jetzt steht ja schon unter dem Trailer drauf, was weiß ich, wird in Amerika von Paramount Plus gezeigt und überall sonst von Amazon Prime. Also von daher, das bin ich. Ja, bei der zweiten Staffel ist mir das klar. Ich will nur wissen, ob Amazon sich quasi erst im Dezember entschieden hat, die Serie zu kaufen und auszustrahlen, oder ob sie ja schon ein halbes Jahr vorher wussten und nee, das nicht, erst das nur vorgezogen gar nicht. Also weil ich folge dem Mike McManus auf Twitter und der hat die ganze Zeit schon gesagt, ja, es tut mir furchtbar leid, also die Verhandlungen laufen noch und scheinbar zu lange dauert, bis sich dann Netflix und Dings einig geworden sind, wer es denn jetzt übernimmt. Tja, und Netflix hatte keinen Bock am Ende oder was. Naja, schade. Genau. Guti. Ja, Freunde, auf jeden Fall geht's heute los mit der, wie gesagt, letzten Folge Nummer 10. Ja. Keine kleinen Rollen. Oh, das sind no small parts auf Englisch. Keine kleinen Stücke, oder? Parts? Keine kleinen Stücke? Weiß ich gar nicht. Passt auch zu einem Stück. Oder Rolle geht auch. Keine kleinen Rollen hast du auf Deutsch. Ja, also eigentlich keine kleinen Teile, aber Parts ist in dem bezieht sich dann quasi auf Darsteller, quasi auf Rollen, auf Darsteller. Ja. Joa. Ein ich kündige es jetzt schon mal an, ein episches Staffelfinale, ja. Das beste Staffelfinale jeder Star Trek-Serien, die wir bisher hatten, also so. Von den neuen Serien, sag ich mal. Das ist... Ich habe noch nie so gefeiert am Ende einer Staffel wie in der Folge. Also ich würde sagen, sie zieht gleich auf, auch wenn sie nicht so dramatisch ist, mit Best of Both Worlds Part 1, oder wie heißt das? Mit dem Borg. Muss aber auf feiern, sie. Ja. Genau. Dum, 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 Ende. Ja, ich wechsle mal rüber in den Player. Du bist schon drin, Toni ist beigetreten. Wir müssen die Kommentare. Kommando zurück. Ich habe mich übrigens dann von deinen, also Toni ist übrigens derjenige, bei dem ihr euch mal bedanken könnt für die wunderschönen Thumbnails, die ich erstellen kann, weil er mir jedes Mal gefühlt jeden einzelnen Frame einer Folge als Screenshot schickt. Ja, ich habe so viele coole Bilder. Und ich habe jedes Mal die Qual der Wahl und fühle mich dann immer hier hinter so, ey, habe ich jetzt nicht das spektakulärste genommen, aber es... Ich müsste eigentlich mir für Staffel 2 von Lower Decks mal was einfallen lassen, dass dieses Delta-Logo nicht oben rechts so viel von dem Bild wegnimmt, weil ich sonst immer, ich teste auch ganz viele von den anderen Bildern durch, aber die überdecken, also liegen dann immer im Hintergrund unter diesen zwei Spitzen von dem Delta. Und ich finde, das sieht nicht aus. Ich teste so lange rum, bis ich ein Bild finde, das, wo alles drauf ist, weißt du? Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bis dahin. Ja. Kommen ja auch noch andere Projekte danach. Genau. Wollen wir es hier eigentlich schon ankündigen? Komm, ja, am Ende würde ich sagen, okay. Was als nächstes kommt, genau. Jetzt spielen alle vor. Ich habe sogar die Schriftart dafür runtergeladen, dass ich was Passendes machen kann. Ja. Kommentare zu Staffel 1, Episode 9, der Aufstieg von Vindicta. Genau. So, Thema wieder nach Neueste. Habe ich als erstes den Marius? Ich mag den Therapiedoktor, schreibt er. Ich mag den auch. Ich mag den auch. Das ist ein super, keine Ahnung, Papagei oder welche Vogelart auch immer das sein soll. Aber gut gelungen. Ich mag vor allem seinen Raum, das Interieur. Ich finde nach wie vor ja, total. Also ich ehrlich,
wenn mir irgendjemand diese Glasregale in die Wand einbauen, ich würde es machen lassen. Ja, genau, ich auch. Finde ich voll schön. Die Farben sind auch so angenehm. Nicht so bei, ja. bei Troy hast du das Gefühl, du bist in so einer Modeboutique und das sieht richtig nach Büro von so einem Kanzler hat aus. Ich hatte irgendwann vor ein paar Monaten mal die Folge gesehen, wo Troy mal wieder ihre empathischen Kräfte verliert. Ja, ja. Und man sieht ja ihr Büro. Und ihr Büro ist eigentlich nur ein quadratischer Raum mit einem ewig lang geschwungenen Sofa und ihrem Sessel und einem kleinen Tischchen. Es ist eigentlich so die Besen abstellen. Ja, was stellen wir hier mal rein? Stellt mal ein Sofa und einen Tisch rein. Das passt schon. Also die ist doch eh die Masse auf der Brücke. Also von daher. Ja. Aber irgendwann muss man ihr halt mal ein Büro geben für die restliche Crew, die ja auch irgendwie 80er-Jahre-mäßig immer zum Counselorin musste. Ja, das ist aber auch so ein Novum von Next Generation. Also, weil in keiner anderen Star Trek Serie hast du irgendeinen Psychologen auf der Brücke sitzen. Ja. Das ist halt, ja. Das Problem ist, ich glaube, sie nur als die Bordpsychologin hinzustellen, also das wäre so eine kleine Nebenrolle geworden. Ja, ja. Also musste sie immer da sein, um zu sagen, ey, Captain, ich fühle, er lügt. Oder ich fühle... I'm nothing. Genau. Oh, ja. Aber ich mag sie trotzdem. Also die stärkste Rolle hat sie jetzt quasi gehabt in Picard, wo sie im guten alten Picard mal die Meinung gegeigt hat und wo sie da nach dem Pizzabacken irgendwie aufgeschlagen sind. Und er hat irgendwie von der Soji irgendwie alles Mögliche gefordert und sie sagt, hier, das ist einfach ein junges Mädchen, die total überfordert ist von allem, was gerade passiert. Und du willst jetzt auch noch so ein Ding mit reinreißen. Fand ich richtig gut. Tja. Ist so irritierend, dass immer noch dieselbe Perücke hatte wie bei Nemesis. Dieselbe was? Perücke? Dieselbe Perücke, wie sie im letzten Kinofilm hatte. Die trägt eine Perücke? Ja, die mittlerweile schon. Okay, ging an mir vorbei. Auch in der Serie schon? Nee, also die Haare waren scheinbar nicht mehr so lang oder so füllig wie damals in den 90ern, keine Ahnung. Und irgendwann haben sie halt dann die Perücke gegeben. Okay, na krass. Background Information von Tony hier. Na ja. Das weiß ich auch noch aus den Specials zu Picard. Weil sie sagen, ich hatte sogar noch die Perücke und sie waren happy, weil sie mir keine neue machen mussten. Ach, die hat sich damals mitgenommen und dann quasi am Set wieder eingesetzt, oder was? Ja, genau. Sie haben einfach nochmal neu frisiert und dann passt das. Aber die Haare sahen schon gealtert aus, fand ich. Also nicht mehr so. Wenn diese 20 Jahre im Regal liegen gelassen hat, dann altern die natürlich mit. Hm. Krass. Naja, wieder was gelernt. Dann schreibt der gute Dominik, ich lese mal vor, was da steht und du übersetzt es mir im Nachhinein, ja? Okay. Ja, das mit dem Fester ist so eine Sache in einer Folge von TOS, Planet der Unsterblichen. Planet der Unsterblichen, das ist sogar, glaube ich, der Folgentitel damals gewesen. Ja. Sieht Kirk durch den Hauptbildschirm auf die Brücke? Ich bin mir nicht sicher, ob es die Brücke war und nicht, ob es der Hauptbildschirm war. Ich dachte eigentlich, er guckt irgendwie aus dem... Wenn es die richtige, dieses überbevölkerte Planet, da macht er doch irgendwo beim Rundgang bei irgendeiner, die damit so ein Dachfenster nächstes Mal aus, so schräg nach oben irgendwie geht. Ja, genau. Und da sind irgendwie alle Leute quetschen sich vor diesem Fenster. Ja, genau. Also es ist nicht die Brücke, glaube ich. Auf jeden Fall nicht die Brücke. Vor allem, er sieht ja nicht durch den Hauptbildschirm auf die Brücke. Also wenn, dann steht er auf der Brücke und sieht durch den Hauptbildschirm andere Leute oder so. Ja, genau. Der Blick, der sich ihm bietet, wow, das ist jetzt so perfekt, ist jedoch seitlich. Okay. Außerdem stellt sich die Frage, ob er sich beim Hauptbildschirm gleichzeitig um einen handelt. Fenster. Wie wusstest du das eigentlich? Das Fenster. Ja, okay. Weil er anfängt mit dem Fenster. Wir haben mit dem Fenster ist so eine Sache in einer Folge von TOS, Planet der Unsterblichen. Sie Kirk durch den Hauptbildschirm auf die Brücke. Okay. Der Blick, der sich bietet, ist jedoch seitlich. Außerdem stellt sich die Frage, ob es sich beim Hauptbildschirm gleichzeitig mal ganz an. Ist doch nicht so Master schwer, of also. Translation. Naja, das ist doch nix. Der Dominik, der schreibt ja noch.
einigermaßen zusammenhängt. Ich habe da teilweise manchmal Leute, die nicht mal das können. Die dann mitten im Satz abweichen, oder was? Ey, momentan habe ich aber eh nur Telefonate. Also, habe ich eine Rechnung gekriegt, kannst du mal gucken. Und, hä? Ja. Seit wann stellt das Finanzamt Rechnungen aus? Eben, das ist mehr so eine Art Forderung. Ja, ich hab mittlerweile hab's aufgegeben, den Leuten das zu korrigieren, aber habe ich eine Rechnung gekriegt. Hast du mir Brief geschrieben? Ja, genau, du. Ja, genau. Kannst du gucken? Ja, gut, machen wir weiter. Mach du am besten gleich die nächste, wobei der ist ziemlich einfach, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Wow, was für eine awesome Folge. Kann nur 10 von 10 geben. PS-Datenschutz, Forderungen kennen sie nicht mehr im 2003. Ich glaube, Verordnung wollte er. Verordnung, wahrscheinlich, ja, genau. Genau. Dann Marius Behm. Film hat viel mit TOS, Next Generation und Treffende Generation gemeinsam. Ja. Ja. Ich finde auch, der vierte Kinofilm hatte auch so ein bisschen Einklang bei der Musik an einigen Stellen, fand ich. Vor allem bei dem, bei dem, wo die Titelsequenzen so rein donnern. Ja. Einfach geniale Folge. Episch, genau. Marius schreibt auch noch im Anschluss: zweitbeste Folge. Jo, die beste wird wahrscheinlich entweder Staffelfinale sein oder. Glaube ich auch. Wüsst uns auch nicht. Also. Dann schreibt Dominik, das mit Janeway steht auf Memory Alpha. Jetzt ist, weiß ich nicht, was mit das mit Janeway ist. Dass sie aufhören wollte. Ach, das Ding, okay. Genau, richtig. Genau. Und dann sagt er noch, kann er sagen, sehe gerade Picard mit meiner Oma und wir sind jetzt bei Folge 6. Sie ist von der Serie begeistert. Ja, ich habe Picard nicht nur auf Blu-ray gekauft, sondern auch vorbestellt. Meiner Meinung nach eine der besten Serien der letzten Jahre. Was habt ihr denn von Picard erwartet? Sage nicht TNG. Das wurde doch Anfang an gesagt, dass es das nicht wird. Außerdem, das Next Generation Star Trek geht heutzutage nicht mehr. Wenn jetzt einer sagt, aber Orwell, dann sage ich nur, in der zweiten Staffel war die Einschaltquote an einem Tiefpunkt angekommen, wo nicht mal Star Trek Enterprise angelangt ist. Die Einschaltquoten von Orwell Staffel 2 waren mies? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Deswegen müssen wir so lange auf die dritte Staffel warten. Das ist von Hulu aufgekriegt, weil Hulu hat es ja dann sich gesichert. Ja, Hulu ist doch jetzt auch wieder Disney, oder nicht? Hulu ist jetzt auch wieder Disney, ja. Ja, Mann, ey. Und das hat ja der Disney. Also irgendwann gucken wir alles nur noch bei Disney, so wie die einkaufen. Ja, glaube ich auch. Ich finde Orwell Staffel 2 eigentlich besser als Staffel 1. Staffel 1 war noch so Testballon. Gerade die ersten Episoden waren so, ich weiß nicht, so wahrscheinlich so, wir müssen das Studio zufriedenstellen, indem wir lächerliche Gags überall einbauen. Ja, ja. Das hat sich gegen Ende dann verbessert. Ich habe ja wirklich gedacht, das wäre sowas wie Family Guy in Space. Aber zum Glück war es nicht, dass es doch ernsthaft ist. Und das finde ich eigentlich auch, es passt besser zur Serie. Als diese ganz unter der Gürtellinie Gags, sag ich mal. Also es sind schon manche dabei, die so richtig richtig schlecht sind von Jokes, aber viele sind auch gut, aber auch die ernsthaften Episoden sind richtig klasse. Ja. Vor allem auch die Themen, die sie manchmal echt ansprechen. Genau. Was war denn noch? Ich habe kein TNG erwartet, das muss ich jetzt aber auch ganz, also ich weiß, viele haben es erwartet. Was ich erwartet habe, war eigentlich, also nicht klassisch Picard reist mit der alten Enterprise D durch die Gegend, die aber eigentlich schon im Film zerschmettert. Das kann man nicht erwarten. Was ich aber erwartet habe, ist irgendwie mehr das Gefühl, also das Reunion-Gefühl, also mehr als nur Riker, Troy und Data. Während man dann von Data-Darsteller schon hört, er hat eigentlich die ganze Zeit keinen Bock mehr darauf, nochmal Data darzustellen. Ja gut, er hat ja schon zu Zeiten von dem letzten Film gesagt, er ist zu alt, um Data zu spielen. Ja, aber dann soll sie sich doch was Neues ausdenken. Aber nein, er lässt sich jedes Mal wieder neu überreden durch Scheine mit Farben. Ja. Denn, weiß nicht, ich finde das so, weiß ich, das läuft gerade und dann gibt er wieder Interviews mit, ich habe keinen Bock, ich bin froh, dass er stirbt und bla bla bla. Das fand ich schon unpassend. Und dann irgendwie die ganze Zeit wartet man darauf, dass irgendwie, keine Ahnung, Riker, Troy, Crusher, Worf, irgendwer auftaucht und dann kommen die für eine Episode und die ist auch noch so, es ist die
gefühlsmäßig schönste Episode, aber gleichzeitig passierte irgendwie nichts. Also, dass wir jetzt wissen, dass Riker auch Pizza backen kann. Also im Zweifelsfall. Hier, liebe Leute, ja, irgendwer hat doch vor ein, zwei Jahren mal Pizza Connection 3 rausgehauen. Pizza Connection 4 Star Trek Edition mit Riker als Koch. Ein Hit. Ich meine, es fühlt sich eher auch so an, als wenn es so eine Linie zwischen den Schauspielern auch einfach war. Dass man quasi, die waren ja nicht großartig in ihren Rollen drin. Also so gefühlt war es eher so, als wenn die Schauspieler sich wieder treffen, nicht die Figuren. So ein bisschen, also irgendwie. Ja, es war zu kurz einfach. Es war nicht. Ja. Es war zwar eine ganze Episode, wo sie sich getroffen haben. Aber gleichzeitig, finde ich, hat man dadurch, dass man so viel erzählen wollte, was mit denen passiert ist. Am Anfang habe ich auch kritisiert, dass irgendwie Troy zu emotional gefangen darauf war, dass sie ihr erstes Kind da verloren hatte. Wo ich mir auch fragte, Leute, also erst kriegen wir hier, weiß ich nicht, das Picard-Universum, wo die Leute Drogen nehmen, dann sich die Familien auseinanderleben mit Ruffy und ihrem Sohn, war das, glaube ich, ne, genau. Und dann dürfen wir auch noch erleben, wie Troy eine, ich sag mal, mehr oder weniger mit Riker zusammen Frohnatur aus der TNG-Serie, bis auf vielleicht zwei Episoden, dann so, es ist ja schon eine Art Traumata, sein Kind zu verlieren, machen muss. Klar, sie ist drüber hinweg, aber es war trotzdem irgendwie ziemlich heftig, fand ich damals. Ich habe auch bis heute nur ein einziges Mal die ganze Staffel geguckt. Ich habe einfach, so leid es mir ja tut, ich weiß, es gibt da draußen hier, ich werde Dom jetzt triggern bis zum unendlichen Todespunkt. Aber mich reizt diese Serie einfach nicht. Ich finde das. Also mich hat. Ich aber am besten fand ich noch den Captain, der dann 1000 Hologramme hat und die Hologramme waren witzig. Ja. Alle anderen waren. Wir hatten die Doktorin, die Blonde, die ganze Zeit nur so. Das war Burnham 2.0 in Blond. Ja. Heul, heul, flan, flan, ich habe eine Lösung. Heul, heul, flan, flan. Ja, und dann war es die Verräterin. Das ja, das auch noch. Gut, aber das passt auch zu Burnham mit ihrer ständigen Meuterei und Befehlsverweigerung. Ja, es ist. Keine Ahnung. Ich habe das schon, aber sowas schon befürchtet. Weil die hatten ja eigentlich einen ganz anderen Plan gehabt für die Episode. Bloß das haben sie halt Picard Patrick Stewart vorgestellt, sagt, will er nicht. Weil er will nicht wieder Next Generation 2.0 haben. Das will er einfach nicht. Und er wollte halt Dystopie haben und das haben wir halt gekriegt. Dystopie. Und dann haben sie irgendwie 5 verschiedene Handlungsstränge aufgebaut und halt viel von nicht zu Ende gebracht. Und das ist halt, weiß nicht. Das hat mich halt enttäuscht. Dann, ich muss ja sogar sagen, mach du zu Ende. Der größte Trigger noch war Itchep, dass Itchep nicht Itchep war. Und das für Maddox nicht mal ist gut, er kam in 2 Folgen vor, dass den nicht den Brian Brophy genommen haben. Weil ich glaube nicht, dass der Schauspieler lebt noch und der hätte bestimmt das nochmal gemacht. Ich muss gerade sagen, der hat auch keine große Karriere hingelegt danach. Also. Eben, genau. Man hätte ja mal fragen können: hier, komm, kriegst du 5 Euro mehr. Würdest du nicht nochmal und vor allem, oder wenn, zumindest bei Itchab hat es ja noch einigermaßen geklappt, einen, der so ungefähr so aussieht. Aber der Dings, der sei ja, der hat ja lockige Haare gehabt, der Brian Brophy hat glatte Haare. Zum Beispiel, und das ist halt einfach, das passt halt einfach nicht. Nee, passt doch nicht. Also, ohne jetzt ewig, also ich weiß, wir haben auch schon, ich und Valve, wir haben so oft schon gestritten. Es fühlte sich an so vielen Stellen einfach nicht immer so richtig an, ja. Egypts Tod war so ein, ich weiß nicht, man kündigt an, Egypt kommt. Also das war der Schockeffekt, dann nimmt man nicht den richtigen Darsteller. Ja, es gab hinter den Kulissen Streit, hätte man sich auch drüber einigen können. Aber es zieht sich halt so durch. Guck mal, wir bringen euch Egypt, tot. Guck mal, wir bringen euch Maddox, tot. Guck mal, wir bringen euch Hugh, tot. Es ist so. Fans nochmal anlocken mit irgendwie so Sidekicks von damals, nur um sie dann abzuholen. Das ist ein bisschen wie bei Star Wars. Das hat auch nicht funktioniert, indem man sagt, hey, guck mal, wir bringen euch Han Solo zurück und schlachten ihn ab. Hey, guck mal, wir bringen euch Leia zurück und schlachten sie ab. Hey, guck mal, wir bringen euch, keine Ahnung, Luke Skywalker zurück und schlachten ihn ab. Das funktioniert nicht. Damit macht man ein Fandom einfach nur kaputt auf Dauer. Ja, ich meine, wenn ich an J.J. Abrams denke, da habe ich einen Comic gesehen, der mit so einer so eine Reihe von Türen, wo die Namen von großen Franchises draufstehen, Star Trek, Star Wars, und dann sieht man schon wie mit so einer Kutte und so einer Sense, die hinter sich herschleift. Was sich dann das Blut rausgelaufen ist, welches Franchise gilt da als nächstes.
Ja, das gab es neulich auch von Microsoft, die an die Tür von Discord angeklopft sind mit einem Koffer mit 10 Milliarden Dollar. Und dahinter waren Türen, wo auf sie einfach auch nur Blut rauslief, wo irgendwas Skype, MSN, ja, genau. Minecraft. Ja, das scheint dann der CEO von Skype, der hat, glaube ich, einen Meltdown gehabt. Der hat irgendwo mal die Tierstimme ausgelassen, weil alle Leute Zoom benutzen und ja, Skype hat das auch. Warum benutzt ihr Skype nicht? Nee, keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn man heute noch sagt, hey Leute, habt ihr noch Bock auf ICQ? Nee, genau, richtig. Skype war halt mal, es war das Novum, weil es eines der ersten in dieser Richtung war, hat dann aber irgendwie auch nicht wirklich weitergemacht. Also immer nur sein Design zu ändern, aber das dahinter bleibt gleich. Chatfunktion, Telefon und Bildschirmübertragung. Da, ich finde mittlerweile das dritte Programm kann das. Wir müssen das ja auch dienstlich benutzen und es ist halt einfach nur, keine Ahnung. Wir müssen Skype dienstlich benutzen? Ja, wir müssen Skype dienstlich benutzen. Den kriegt auch jeder direkt. Und da hat ein Kollege dann nur geschrieben, oh, seht zu, dass er, wenn es dann ausgerollt ist, dass jeder einen Kamm in seiner Nähe liegen hat, wenn der Chef anruft. Der Dienstkamm. Ich sehe es schon kommen. Ja gut, also manchmal im Homeoffice sitze ich da wirklich mit Trainingshose und Schlabber-T-Shirt und so würde ich nicht auf Arbeit auftauchen normalerweise. Ja, das geht mir aber ähnlich. Also ich habe mir letztes Jahr, ich habe ungefähr 4-5 Monate durchgehalten, wo ich mir dachte, ich muss meinen Tagesrhythmus aufrechterhalten, weil man ging ja noch davon aus, das hört irgendwann mal wieder auf, irgendwie im Sommer, dass man wieder normal arbeiten ins Büro und Leute sehen und bla. Und ich habe meine Normaltages, ich habe meine Weckereinstellung beibehalten mit 6.30 Uhr morgens für einen Arbeitsweg von 5 Metern oder so. Einmal über Schlafzimmer, Flur, Stube hier rein. Ja. Ich habe morgens geduscht, ich habe mich hier hingesetzt mit Jeans und wenn es kalt war, habe ich auch einen Pullover angezogen. Mittlerweile seit, keine Ahnung, mindestens seit dem Sommer letzten Jahres nur noch in weiß nicht, Jogginghose und T-Shirt oder so. Die meisten Tage. Außer wenn ich weiß, ich gehe am Dienstag noch einkaufen oder so, dann sitze ich den ganzen Tag hier in Jeans. Aber ansonsten ist ja momentan ist grausam. Dass unsere Chefin, die lädt ja immer zu den Skype-Konferenzen, also zu Besprechungen ein quasi. Und dann ist meistens noch so eine Viertelstunde vorher, schreibt ein Kollege immer noch, ich gehe mal fix duschen. Ja, alles klar, ich sag, okay, mach das. Mann, ey. Mutieren alle noch zu solchen Homeoffice-Monstern. Ja, gut, ich bin ja systemrelevant, also ich muss wahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage ins Büro schleifen. Also von daher geht auch nichts mit. Nicht komplett so zu Hause bleiben, geht auch nicht. Systemrelevant. Ja. Ist das nicht, können wir das bitte zum Unwort des Jahres machen oder so? Das ist schon 2 Jahre in Folge, ja. Machen wir mal weiter. Ja. So, das war Dominiks Kommentar zu das. Dann Dominik, der Bird of Prey sieht von außen aber genau wie der aus TOS aus, nehme ich mal an, kommt er noch. Ja. Anno, meinst du mit Refit? Die Enterprise Refit? Refit, die Enterprise aus dem Film. Mit Refit Enterprise meine ich primär eigentlich die Enterprise, ja, die überarbeitete aus den Kinofilmen, also von der TOS-Conny zur Film-Conny. Und dann gibt es ja quasi noch die Refit, wenn es die A ist, aber das sind ja nur noch so leicht die Designänderungen. Ich weiß nicht, ob man das nur mal so doppelt unterteilen will, aber es gibt die TOS-Conny und es gibt die Refit-Film-Conny, so unterscheide ich es zumindest. Keine Ahnung, ja, das ist die Fazit von letzter Woche, weil da hat er ja auch schon gemeint, die haben so gefeiert, dass das Interieur von dem Bird of Prey quasi das schon so eine typische TNG-Romulaner-Brücke war. Und hat er ja schon gesagt, von wegen, das ist nicht richtig. Das müsste ja dieser Raum aus TOS sein. Und, ja, nee, muss nicht sein, finde ich, weil man passt ja die Schiffe schon über die Zeit hinweg an, oder nicht? Ja. Also, ich will jetzt nicht immer so, weiß nicht, so Lower Decks in Schutz nehmen und Discovery und Picard dissen, wenn sie Fehler machen. Aber ich weiß nicht, Picard und Discovery machen teilweise logische Fehler, die nicht nachvollziehbar sind. Während das hier eher sowas ist wie, es ist logisch nachvollziehbar, dass man ein 200 Jahre altes Schiff, wenn man es weiter nutzen möchte, regelmäßig
aktualisiert mit neuer, ja, entweder Betriebssoftware im Inneren oder eben halt auch mal neuere Konsolen und sowas einbauen. Das hat man ja bei der Föderation auch regelmäßig gemacht. Die Enterprise unter Kirk in den Kinofilmen, auch wenn sie also nicht nur während des Wechsels 0 und A oder nichts und A, gab es auch da immer mal wieder Anpassungen auf der Brücke. In der ersten Kinofilmbrücke war zum Beispiel wesentlich mehr so orangenes LKs, während es dann später mehr so in ein Blau und Grün hinzukam in den anderen Kinofilmen. Und ähnlich werden es die Romulaner wahrscheinlich auch gehabt haben mit ihren Brückendesigns. Also. Genau. Naja. Jo, dann schreibt Peter Brun, 47 Minuten 25 Sekunden, die letzte Folge von der Staffel 7 von Next Generation, taucht Q als alter Mann auf mit einem Hörrohr und sagt, hä, was haben die gesagt? Das meine ich mit Anpassen von Q. Okay, ja, das ist ja auch schon mittlerweile. Ja, ich meine, er ist ein bisschen älter geworden, aber er sieht im Vergleich, als ich neulich die Bilder gesehen habe, er und Picard. Er hat schon gehalten, die müssen wir eigentlich die Haare nur dunkel färben und den Bart abrasieren, dann sieht er noch so aus wie damals. Ja, hat ein paar Gesichtsfalten mehr bekommen, aber ansonsten, er sieht auch ein bisschen, ich weiß nicht, vom Gesicht strahlend fitter aus als Picard. Ich weiß nicht, wie ist denn der Altersunterschied zwischen den beiden? Gute Frage. Gucken wir mal ganz schick mal nach John Lancy. Der gute Mann ist 20. März 48 geboren, das heißt, er ist 73. Oh ja, hat gehalten. Ja, aber gut, dann liegen aber heute nochmal 10 Jahre ungefähr zwischen ihm und ja. Sir Patty Studer. Ja, genau. Der ist doch jetzt auch schon 80 plus, oder? Ja. Ich habe mich erschrocken, dass der ist 80 Jahre alt. 80, okay, 7 Jahre. 80, okay. Ja, genau. Und unser Shatner ist 90 geworden. 90 geworden, ja. Ja, das ist krass. Das sieht auch nicht aus wie 90. Überhaupt nicht. Ich finde auch, der hat sich irgendwie die letzten 20 Jahre gar nicht mehr verändert. Mhm. Also wenn sie jetzt nochmal auf die Idee kommen, die vor, keine Ahnung, locker 10 Jahren abgesetzte Boston Legal Serie vorzusetzen, die könnten ihn reinnehmen und der sieht gefühlt nur 3 Tage gealtert aus oder so. Ja. Gealtert, nicht gealtert. Erschreckend. Ja. Ja. 4911. Anno, es sind Frettchen, keine Ratten. Die Frettchen fressen gerne Schlangen. Ah, die außerirdischen Wesen da am Anfang der Episode, weißt du noch, die ach so, aus ja. TNG. Genau. Gut. Wir haben selber Ratten gesagt. Ratten und Echsen. Gut. Genau, 1 Stunde, 41 Minuten, 56 Sekunden. Ich habe mir Picard DVD gekauft, genauso wie Discovery Staffel 3. Wie gesagt, alle Serien, alle Filme von Star Trek 10 von 10. Um mal drauf zurückzukommen. Grins. Da möchte ich gerne nochmal auf die ganzen Nazi-Episoden hinweisen, aber. Lass ihn doch. Ja. Genau. Das nächste können wir, glaube ich, auslassen. Ich weiß nicht, was er damit sagen will. Hust, hust, hust. Hechel, hechel. Nein, sowas macht man nicht. Anno, schäm dir. Die Dinger sind für Sammler kostbar. Sowas zerschneidet man nicht. Hust, hust. Oh, was habe ich denn zerschnitten? Ach so, hier Star Trek Fakten und Infos. Ja. Naja. Ich war klein und hatte das Geld. Genau. 2 Stunden 14. Nein, macht mal lieber zuerst die Springfield Story, Knight Rider und der Denver Clan. Oh Gott. Nee, wir wollten eigentlich Alf machen. Oh verdammt, das habe ich verraten. Final Frontier Tenors. Genau. Really, das Fett brennt. löscht mich. Genau. Also, es gibt also zum einen die letzte Episode ist mir damals im Kopf hängen geblieben, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe, die absolut grauenvoll als Serienfinale ist. Und das andere ist eigentlich so eine Riesenkakerlake, die hinterm Sofa auf dem Rücken liegt, wo die Beine sind. Ja. Ich habe den Käfer schlafen gelegt. Womit? Ja, echt kölnisch Wasser. Habe ich von meiner Mutter.
Das ist aber so ein Ding der deutschen Übersetzung, weil die haben noch im Englischen garantiert nicht echt kölnisch Wasser gesagt. Nein, nein, das ist, ja, die haben, das ist immer dann aufgefallen, wenn sie irgendwelche Leute genannt haben, so, ja, Wilhelm Tölke oder sowas, keine Ahnung, von sonst irgendwas, keine Ahnung. Da haben sie irgendwelche Serien genommen oder irgendwelche Schauspieler genommen, das ist halt bei Deutschland gang und gäbe, sind die wir halt von Amis nicht kennen. Ja, es fällt auch bei zum Beispiel eine schrecklich nette Familie auf, wenn sie da irgendwie ein paar Mal irgendwie Klaus-Jürgen Wusso, die Schwarzwaldklinik und irgendeinen anderen ganz Kram da erwähnen, wo man sich denkt, das hat es garantiert nicht in das amerikanische TV geschafft. Ja, genau. Naja. So, da gibt es noch ein paar Antworten da drauf. Dominik, dritte Staffel gibt es schon auf DVD. Gut, DVD interessiert mich nicht. Ich kaufe eigentlich nur noch Blu-Rays, muss ich sagen. Dass ich DVDs gekauft habe, ist bei mir echt schon Jahre her. Es sei denn, ja, es gibt ja Leute, die es nicht unterscheiden. DVD und Blu-Ray ist für dich dasselbe. Dann Dominik, ich habe zuerst als DVD gekauft, danach Pika. Okay, die dritte habe ich... Entschuldigung. Die dritte habe ich hinter Picard gestellt, da ich ja die dritte Staffel von Discovery jetzt in der Zukunft spielt, die nach Picard spielt, und die erste und zweite stehen hinter Enterprise und vor. Alles klar. What the heck? Ja, er stellt sich, lassen Sie, glaube ich, sehen, auch so hin, wie sie passen. Also ich bei mir steht alles kreuz und quer mittlerweile. Also bei mir stehen zumindest die Serien zusammenhängend in einem Regal. Also ich habe so ein, keine Ahnung, das ist auch schon alt, ein Bücher, nee, nicht, ein ja, DVD-Regal ist das, wo davor ist nochmal so ein Schieberegal, was man wie so in allen Büchereien, die Leitern, habe ich davor so ein Schiebeding, was ich von links und rechts schieben kann. Und in dem mittleren Teil, da sind dann immer, ist eine Reihe dann die ganzen alten Voyager-Boxen, diese roten Hartplastik-Dinger, dann genau, eine Reihe die ganzen Deep Space Nine-Boxen, dann eine Reihe die große, fette TNG-grüne Box, die hässliche mehr oder weniger. Ich habe die drei in Gelb, Rot und Blau, die in Uniform-Dinger, die habe ich noch. Die TOS-Dinger, die habe ich auch noch, ja. Genau, ist das die Remastered-Version? Ich weiß es gar nicht. Nee, also wenn du die meinst, die aus Hartplastik sind, aus von TOS, das ist der erste DVD-Release, wo ich bis heute noch immer nach diesen Aufsteller suche, wenn man das mal reinpacken kann. Der Blu-ray Remastered TOS-Kram, das ist in diesen dünnen Dingern mit diesen Pappschubern drüber, die aber auch in Rot, Blau und Gelb gehalten sind. Ja, ich habe damals so gefeiert, ich habe bei Next Generation habe ich sogar den Koffer gekriegt, wo man die DVDs reinpacken kann. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen. Du meinst die von der Blu-ray Remastered Version? Nee, von der DVD-Version. Ich habe die damals auf DVD geholt. Blu-ray habe ich mittlerweile auch, aber ich glaube, seit es auf Netflix die ganzen Episoden gibt, habe ich die, glaube ich, nicht mehr ausgepackt. Es sei denn, ich suche irgendwas Spezielles, aber. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde, also Enterprise habe ich angefangen zu gucken von einer geraumen Zeit. Ich gucke es derzeit wieder auf Blu-ray. Ich habe die ersten paar Folgen auf Netflix auch geguckt, aber irgendwas haut da mit dieser Soundabmischung nicht hin, finde ich. Also, ich finde, die Stimmen sind teilweise entweder nur gleich laut oder leiser als sämtliche anderen Effekte im Background. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe neulich, was habe ich neulich geguckt? Vox Sula, keine Ahnung warum. Und die Andoriana-Folgen wollte ich alle mal wieder gucken. Und da ist mir auch aufgefallen, dass der Ton irgendwie, den haben sie verhunzt bei Netflix. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung, ich habe auch gedacht, also, hä, liegt das jetzt am Fernsehgerät? Dann habe ich, wie gesagt, die Blu-ray angelegt und festgestellt, dass es da komplett anders ist. Also die müssen da echt was mit der Abmischung. Hier, liebe Netflixianer da draußen, kümmert euch mal drum. So, aber als andere gucke ich auch nur noch auf Netflix. Oder Amazon jetzt. Ne, hier mit. Lower Deckchen. Ja, bloß ich werde mir wahrscheinlich von Lower Decks auf jeden Fall die DVD oder Blu-ray holen vielmehr. Ja. Weil Amazon ja notorisch dafür ist, wenn irgendwas nicht mehr großartig läuft, dann nehmen sie es ja komplett aus dem Sortiment raus. Oder sie machen es zum Kaufen und Live-Ding rein. Das finde ich auch mal dreist. Das haben sie damals mit Dr. Who nämlich gemacht. Mittendrin beim Gucken, dann auf einmal, ja, jetzt müssen sie es aber kaufen. So, hä? Ja, genau. Vor einer Stunde war es noch kostenlos, dann isst du was, dann kommst du wieder und dann bist du zum Kaufen. Ja, ich habe jetzt hab dieses BBC-Abo gehabt und hab ich gedacht, da wäre jetzt alles von Dr. Who drin. Pustekuchen auch wieder nicht. Was soll denn das? Also, Dr. Who in Deutschland zu gucken, ist aber auch echt ein Graus. Es läuft wieder im Free-TV.
Du kannst es nur zerhackstückelt irgendwo Einzelepisoden oder staffelweise irgendwo mal kaufen. Und keine Ahnung, selbst wenn du bei Amazon nach den Staffeln als DVD oder Blu-ray suchst, du suchst dich echt dumm und dusselig. Ja. Also du findest zwar ein paar, aber auch nicht alle und... Ja, ist halt so. Wer weiß, was da wieder im Hintergrund abläuft. Wahrscheinlich will BBC wieder 10 Euro mehr haben. Naja. Genau. Ja, dann sind wir gleich mit den Kommentaren durch. Da können wir uns mal der Folge widmen. Juhu! So. Zack. Warte, Ton ist aus, wunderbar. Dann mache ich noch Untertitel sind Deutsch, wunderbar. So, wir befinden uns im Orbit von Beta 3. Genau. Ein Planeten, der einigen Leuten aus TOS bekannt vorkommen sollte. Das ist nämlich Landru und die Ewigkeit, hieß die TOS-Folge damals. Ich finde auch schön, die haben so ein direkt so quasi wie so ein Szenenbild aus der alten Episode genommen. Mit so einem, was auch wirklich aussieht wie so diese Uralt-Sets, wo man genau weiß, das sind keine echten Häuser, das sind nur so Fassaden und die Häuser existiert nicht wirklich. Das sieht wirklich aus wie in der alten Serie. Das Grausame ist, ich bin ja damals nach der Las Vegas Convention von Star Trek, habe ja noch eine Woche einen Abstecher nach Los Angeles gemacht und da war ich in den Universal Studios. Und wenn du da einmal diese lange Studiotour, die ich habe keine Ahnung, die geht 3 Stunden oder irgendwie sowas, das Grauenvolle ist, alles, was du danach guckst, du erkennst sofort, ah, guck mal, das ist tatsächlich nur eine Kulisse, das ist eine Kulisse, und das ist, wo du immer dachtest, okay, oh, das ist in echt gedreht worden. Also manche, das sieht natürlich, das erkennt jeder Laie, dass das nicht echt war, auch bei TOS sah das schon nicht echt aus. Ja? Also so diese typische, was sie damals auch gesagt haben, die meisten Städte waren eine T-Form. Du hast am Ende eine Straße gehabt, eine Querstraße, wo eine Häuserzeile war, und dann eine Längsstraße daneben. Und du konntest quasi aus verschiedenen Winkeln drehen. Das Tolle ist aber, das Studio ist so aufgebaut, dass teilweise das nächste T-Stück mit einer komplett anderen Zeitkulisse direkt dahinter war. Ja, genau. Das heißt, wenn du einmal wirklich zu weit gedreht hättest, die Kamera, dann wärst du einmal von der Western-Kulisse auf einmal, oh, guck mal, New York. Ja, genau. Und nach der New York-Kulisse kommt dann so, oh, guck mal, Japan. Okay, nett hier. Ja, ich hatte neulich von Voyager, wo ist dieses irische Dorf? Hatten und wo die Herojin quasi eingefallen sind und alles auf Holodeck gespielt hat. Das sind zweimal dieselbe Kulisse. Bloß halt umgestaltet ein bisschen. Und da habe ich auch gedacht, hey, das kann ja nicht sein. Nee. Das ist zweimal das European Village von Universal war. Ja, auch die Western-Folge von Eine Handvoll Datas hieß sie, glaube ich. Das war auch in so einer Außenkulisse von Universal. Da wurde ja auch damals das mit der Botany Bay, die in so einem Beckenland gemacht. Genau. Da haben sie auch so ein riesiges Hafenbecken, wo wohl auch einige der Pirates of the Caribbean Szenen gedreht wurden. Das heißt, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Fußballfeld voll riesiger Pool, hinter dem dann ein ja nochmal genauso großes Feld aus Bluescreen ist oder Greenscreen mittlerweile. Ja. Bluescreen, keine Ahnung. Genau. Schauen wir mal. Ich glaube, den Planeten da oben habe ich aus TOS gar nicht so in Erinnerung, dass da oben nochmal so ein kleiner Saturn dreht, aber. Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Könnte aber sein. Ja. Könnte aber sein. Aber schön, dass sie sich in den, keine Ahnung, 130 Jahren später, nachdem Kirk und Spock mal da waren, auch nicht mal kleidungstechnisch weiterentwickelt haben. Ja. Es ist einfach stehen geblieben. Da, ich mache mal ganz kurz Pause. Wir sind erst bei 17 Sekunden. Ich habe schon dreimal Pause gedrückt hier. Ja, ja, wir sehen jetzt gerade das Pad, auf dem ein alter TAS-Auszug zu sehen ist. Also The Animated Series aus den 70ern. Genau. Ein Spock und ein Kirk nebeneinander im alten Zeichenstil. Im alten Zeichenstil. Wenn es nicht sogar einfach ein Bild aus der Serie damals ist, keine Ahnung. Das könnte sein, ja. Ich glaube nicht, dass sie das nur mal rezeichnet haben, weil ich finde auch die Farbgebung, allein Spocks Gesicht, was immer so gelb-grün in der Tasse war und hier, wer ist er nochmal? Kirk. Mein Gott. Ja.
der schon extrem blässlich rüberkam. Aber sie haben halt eins auch genommen, wo sie halt vor so einem riesigen Computerschrank standen. Von Landro. Von Landro. Ja, das gut. Ist der Landro, ja. Waren sie in TAS auch bei Landro? Mhm. Echt? Okay, ich nee, aber diese, ja gut, das sind halt die Standard-Computerbanken, die sie damals benutzt haben, die roten Panels, das war ja eigentlich im Prinzip, die haben sie so oft benutzt, das war auf der Enterprise. Jeder hatte die. Ja, alle Völker haben die gehabt. Wenn ein Vollcomputer hatte, dann hatten sie irgendwie immer irgendwas mit roten Panels und Blinkelichtern. Genau, richtig. Genau. Da, und dann sehen wir den Cut rüber zu Ransom, hat dieses Pad gehalten und guckt schon leicht grimmig, während Freeman eine Sprache anhält. Leute, Kirk hat es euch jetzt einfach erzählt, wir erzählen euch das jetzt zum letzten Mal. Hört auf, Landru zu verehren, während die Anwohner da mit Sense und Mistgabel und in Kutten grinsen, sich selbst schämend, aber irgendwie auch so, nee, geht bitte, wir würden gerne weitermorden. Schön ist, dass der Landru mit so mit so Flatterband abgesperrt mit einem Sternflotten-Symbol drauf. Ja, genau. Kleber drauf ist, do not obey, also quasi bitte nicht Folge leisten. Ja. Und so ein kleines Holzschildchen Landru. Das ist schon das ist schön. Ja, das hier, ne? Wo ich gerade pausiert habe. Das ist, ja. Das Polizeiabsperrband der Zukunft ist einfach dann nur noch ein Föderationsdelta. Ja. Ich weiß nicht, warum die Föderation das Ding nicht einfach wegbeamt, damit es aufhört. Oder also die ganzen Computer einfach wegbeamen ins All und ein Torpedo draufjagen oder so. Ja, weil die Leutchen aus. Ja, ich hätte es eher demontiert oder komplett. Abgeschaltet einfach, weil es sieht ja nicht so aus, als ob die Leute das technische Know-how haben, um das Ding dann wieder aufzubauen. Auch heute noch, 60, 90, 100 Jahre später. No. Ja, wie auch, wenn man irgendwie wie von so einem Computer im künstlichen Mittelalter festgehalten wird, ne? Ja. Unfassbar, dass sie schon wieder diesen Computer verehren. Mann, du bist nur mal so überzeugend. Ach, vernichte die Eindringlinge, gehorcht Landru, schreit der Computer noch weg. Genau. Die Filme meine Vorsicht, das korrigiert. Das notiert sich mit einem Paradox und die zerstört sich selbst. Das haben sie aber bei einem anderen Computer gemacht, oder? War das auch Landru? Ich weiß es gar nicht mehr. Das haben sie mehrmals gemacht. Das haben sie zum Beispiel auch bei Nomad gemacht. Naja, berechne Pi oder irgendwas. Unvollkommen. So. Oh Gott. Hallo. Ach ja. Das Schöne ist, dadurch, dass die Serie sich selbst und den Kanon nicht ganz zu ernst nimmt, sie aber sich trotzdem so detailreich an viele Sachen halten, übersieht man oder man geht nicht auf die kleinsten Fehler, sage ich mal, drauf ein, weil das Ding sich einfach nicht ernst nimmt. Das finde ich angenehm. Ich finde es vor allem krass, dass sie im zweiten Kontakt so viele Jahrzehnte, ganzes Jahrhundert später erst hatten. Tja, die Föderation dachte halt, die würden sich auch immer weiterentwickeln. Ja. Eigentlich dürften die da ja gar nicht auftauchen, weil es ist ja noch eine Pre-Warp-Zivilisation. Das heißt hier, ne, First Contact, oberste Direktive geht nicht. Das hat man halt auch erst so nach Kirk eingeführt. Kirk hat ja jeden besucht, der nicht bei 3 auf dem Baum war. Naja. Vielleicht schreiben sie es diesmal auf. So, ich bin fertig, jetzt Regis 2 zum Hochbeam. Kaum sind sie weggebeamt, ist derjenige mit der Sichel, also ich perche gern zur roten Stunde. Ich mach weiter damit. Ja. Es gibt aber keine rote Stunde mehr. Oh, hey, Mann, genau. Aber meine Nigelnagel neue Sense. Du hast eine neue Sense gekauft, genau. Das ist auch eine schöne Anspielung, die Ransom hier bringt. Mit, ist immer komisch, auf Planeten aus der TOS-Zeit zu sein und Freeman. TOS? Und so nenne ich die 2260er Jahre, kurz für tierisch olle Sternreisende. Ja, genau. Ja, im Englischen sagt halt These Old Scientist. These Old Scientist, ja, das ist ein Wissenschaftler. Aber schön übersetzt. Das ist, also es ist schön, dass sie es übersetzt haben, auf jeden Fall.
Definitiv. Hier kommt echt ein guter alter TNG-Gang durch, fällt mir gerade noch so auf. Also Flur. Dieses typische Walking and Talking, ja. Naja. Ist auch ein bisschen verloren gegangen. Discovery macht es ja nur ab und zu, aber die haben halt echt wirklich nur ihre zwei Gänge, wo man sich jedes Mal denkt, könnte mal einen Gang mehr vertragen. Ja, 20 mit dem Fahrstuhl zur Brücke, glaube ich. Genau. Meister der Sklaven, auch eine schöne Toss-Anspielung nochmal zwischendurch. Genau. Genau, Freeman befiehlt dann, Kurs zur Sternbasis 77 zu setzen. Mhm. Daraufhin sagt dann nur der, ich nehme an, Steuermann ist es, glaube ich, vorne, die Dame mit den lila Haaren. Das geht nicht so, wir haben noch drei Leute auf dem Planeten Betos 3 da unten. Und sie meinten auch so, das habe ich nicht orientiert. Automatisiert, wer ist es denn? Und wer könnte es denn sein? Genau, wer könnte das wohl sein? Ja, Mariner und Bäumler, wie man später sieht, die verteilen Stifte und Geodreiecke, Kleber. Ich glaube, ein Zirkel auch noch. Ein Zirkel, genau, das da habe ich gerade ganz überlegt. Stift an ein spitziges Drehding, ja, genau. Hört auf den Computer an zu beten. Genau, Bonder kommt dazu, zieht erstmal sein Oberteil aus. Sieht auch dezent aus, als ob das ja irgendwie echt so ein Wüstenplanet ist, eigentlich von der Sonne. Lichtstrahlung, ja. Ja, genau. Die Mariner erwartet eigentlich erst so, dass er erstmal Vorhaltung macht. Und stattdessen macht er einfach mit und verteilt auch Buntstifte was hat dich jetzt dazu gebracht, dass du mir mal nachmachst und auch hier anfängst, Zeug zu verteilen? Oh, ich kenne ein kleines Geheimnis. wird er dann von Ransom gerufen, dieses Jahr noch den Kommunikator an der Jacke vibrieren. Ja, das war aber die hören das halt nicht. Dass die Dinger auch noch so einen kleinen Vibrationsalarm haben, als ob. Ja, genau. Ah, ja. Jedes Mal, wenn du gerufen wirst, kribbelt der erstmal dein Oberkörper an der Brust da irgendwie so. Wie ist denn das, wenn du dann in der Zukunft auch noch einen Twitter-Account hast und dann das Ding dann auch noch. Genau. Ah ja. Naja, dann sieht man auf der Brücke, dass die auf der Brücke konnten zuhören. Es ist aber auch so ein Plot-Ding, muss man jetzt mal sagen. Ne? Also normalerweise hört man immer nur dann von der anderen Seite was, wenn der andere zumindest das Gespräch entgegengenommen hat durchs Drauftippen. Genau. Aber es gab auch schon andere Folgen, wo das teilweise einfach so losging. Es ist immer so, wie der Plot halt gerade will. Es ist halt witzig, dass man wartet ja die ganze Zeit schon auf die Auflösung, weil in der letzten Folge hat ja Bäumler gerade herausgefunden, dass Marilyn die Tochter von der Freeman ist. Und da war er ja total geschockt und jetzt hat er sich scheinbar relativ gut abgefunden und hat quasi einen Plan, um das ihr zu zeigen. Ja, er denkt ja auch, er macht das jetzt nur mit ihr aus, ja, und muss keinen anderen einweihen, das ist ja so sein Plan dahinter. Damit er nicht weiter mit dem Geheimnis auch leben muss, weil er wirkt ja schon so ein bisschen fast wie, als ob er bei irgendwas erwischt wurde, wo das so gerade deaktiviert hat am Ende der letzten Folge. Ja. Und dann gehen die Türen auf und Mariner, Rutherford und Tandy stehen da. Und er sagt, nix, da, ja, es geht. In seiner piepsigen Stimme, die ich gar nicht hinkriegen kann. Ich denke, dass du später den Charakter nochmal drehst. Nicht, dass du dich auch. Hatte ich nach den Kommentaren schon einmal gemacht, aber würde ich gerne jetzt auch nochmal. Also wir sind schon wieder bei 48 Minuten. Wir sind schon wieder gut dabei hier. Wir sind gerade mal bei 2 Minuten rein. So in der Folge. Ja. Ja, Mariner beleidigt nochmal Ransom, der sich das natürlich zu Herzen nimmt. Also sie plappern aus dem Nähkästchen, wie man so schön sagt, und die von der Brücke können halt alles mithören. Bis dann Bonda dann sagt, der Captain ist deine Mutter. Genau, und alle auf der Brücke hören es natürlich zu, sind zufällig stehen auch Tandy und Rutherford hinten auf der Brücke und ja. Kriegt es halt mit.
die sonst normalerweise nie da sind. Mhm. Sie und die Freeman hat das schon Killer-Pause. Und die Freeman hat das schon Killerblick drauf und schubst einfach den Typen auf dem Operationsstuhl weg und fängt drauf wild drauf rumzuzippen, um die beiden dann schnellstmöglich hochzubieben. Immer wiederholt sie, deine Mom. Damit es auch wirklich der Letzte auf der Brücke gekrabbelt hat. Ja, und deine Mutti, die auch jeden Tag einen Lachkuss, in dem Moment werden sie dann hochgebeamt. Genau, das macht er noch den Kuss und so. Das zieht er dann auf der Brücke auch noch fort und ja, schreit natürlich wie ein Mädchen rum, weil als er sieht, dass das Freeman vor ihm steht. Mhm. Ah, herrlich. Genau. Dann haben wir die Intro und einen Cut und wir sind auf der USS, bei der USS Solvang. Nee, nicht für Solvang, ja genau. USS Solvang. Das Vorgängerschiff. NCC 12101. Mhm. Apropos, bevor ich es nachher wieder vergessen habe. Ja. Wir hatten doch neulich über den Namen gerätselt bei der Miranda-Klasse aus den Lower Decks 2 Trailer. Macduff. Ja. Macduff. Und ja, da Miranda gab's wohl und Macduff sind Figuren von Shakespeare. Okay. Weil sie haben dann bei Trek Culture zumindest irgendein Ensign Macduff oder so gezeigt da. Mhm. Mhm. Weiß nicht, ob das auch nochmal eine Anspielung an das sein soll. Ich kann den aber nicht einordnen. Ich weiß nicht, in welche Folge der gehört. Also in der Mission ohne Gedächtnis bei Next Generation gab es auch einen Kieran Macduff, auch eine Anspielung auf Shakespeare. Mhm. Und der war ja dann ein Sataraner oder so ähnlich, ein Alien, der quasi Next Generation Crew quasi gekapert hat, um seine Feindes Zeuges zu töten. Wo nicht Picard der Captain war, sondern, wer war es denn, Riker am Ende? Oder? Nee, die hatten auch überlegt, wer mehr Punkte hat, ist Rang höher. Und so. Und Data war dann in der in 10 vorne und hat Barkeeper gespielt. Barkeeper gespielt, ja, weil er da halt, glaube ich, zuletzt war, bevor das Gedächtnis ausgeschaltet wurde. Genau, richtig. Mhm. Weil ich schön finde, dass es eine Waffe gibt, die sowohl menschlich und alle anderen Aliens biologischen Gehirne deaktivieren kann, als auch die neuralen Schaltkreise eines Computers. Genau. Respekt dafür. Naja, und da haben sie halt auch erwähnt, dass die NCC, ich glaube, was haben sie gesagt, 1877 oder irgendwie sowas ist die Nummer von diesem Schiff und dass es irgendwie nur ganz kurz hinter der Nummer der Reliant, das heißt, das Schiff ist de facto uralt, aber wurde schon wieder geupgradet, denn in den Original-Kinofilmen waren es ja noch die Gondel mit dem schwarzen Außendesign und das Ding hat jetzt schon die Variante, die man später hatte, wo die Gondel dann blau leuchten an der Seite, statt dem schwarzen Verkleidungselemente oder was es ist. Genau. Ach ja, so, wir sehen auf jeden Fall die Solvang, die auf eine Sonne zusteuert, im Color-System. Mhm. Ist das nochmal eine Anspielung an March Color oder so? Oder schrieb der sich anders? Das ist schön. Die Captain hat ihre ganze Crew dafür aufgefordert, sie mögen doch die Schuhe ausziehen. Das sind alle mit Socken auf der Brücke. Und irgendwann hat diese Schutzfolie vom Captain Sessel abgezogen. Es dürfte so lange neu bleiben, wie möglich. Und streicht es dann so wieder fest. Ich kenne auch so viele Leute, die jedes Mal bei ihrem neuen Handy, nee, ich lasse die Schutzfolie drauf, die hält ja noch. Wo ich mir jedes Mal denke, wofür? Im Glas, ob da jetzt so eine Schutzfolie drauf ist oder nicht. Wenn es runterfällt, hilft die Folie nichts. Eben, genau. Und mit dem Messer bedienst du das Display ja nicht. Also, naja, gut. Eben, genau. Naja. Guti. Ja, also die macht die Folie wieder dran mit ihren zwei Fingern da. Die soll so lange perfekt bleiben, wie nur irgend möglich. Dann läuft natürlich ein Crewman mit Schuhen durch die Gegend, den sie sofort anweist, die Schuhe rauszuziehen. Und dann kommt dieses Schiff, was irgendwie auch Müll mit um sich herum im Warp mitgeschleppt hat, weil da klingen hunderte von Trümmern dann irgendwie um das Schiff herum. Genau, es ist halt ein ganzes Schiff, wo nur die Nase vorne wie ein altes Schiff aussieht, das mir schon direkt
entfernt bekannt vorkam. Und eröffnet halt sofort das Feuer. Du meinst das hier, dieses... Das kleine gelbe vorne dran. Das ist halt das Originalschiff von der Rasse. Das auch in der Episode vorkam. Echt? Das ist ja sogar drin verbaut noch in dem ganzen Riesen... Ja. Okay. Ich meine, was erkennt man? Also ich finde, man, das untere Teil sieht aus, als ob sie sich irgendwie eine ganze Werft dran geschraubt haben. Genau, die lilafarbenen Warp-Gunnel sehen so ein bisschen aus wie nach Dominion. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und das Klingonisch hätte ich so gedacht, von manchen Aufbauten. Keine Ahnung. Aber es ist echt, also ich meine, die Trümmer kommen garantiert daher, weil die es echt nur so mit ihren 0815 Wissen irgendwo dran geschraubt haben, aber das nicht wirklich hält. Diesmal, wenn sie auf Warp fliegen, fliegt das Ding halb auseinander. Ich muss sagen, dieses Dreieck vorne, was entweder aussieht wie so ein Schlangenkopf, ne? Weißt du, woran es mich zuerst erinnert hat? An die Geiernase vom Eisengeier aus Captain Baloo. Ja, stimmt auch. Tollgrüne Krug, dieses Ding, wo der Schnabel dann unten drunter aufgeht. So. Genau. Dann haben wir oben noch irgendwas Blaues, aber keine Ahnung, was das ist. Sieht auch irgendwie so aus, als ob alle Antriebsdinger nach vorne ausgerichtet sind. Ich weiß auch nicht, warum. Nicht wirklich. Das sind halt alles Waffenmodule. Rot ist als Waffen? Okay. Am Ende vom Flügel sieht es aus wie so eine ist Kanone ein Tor, von einem romulanischen oder klingonischen Bird of Prey, ja, genau. Also es ist ein massives Schiff mit das richtig übel aus. Gleiches Feuer öffnet natürlich. Naja. Kaum unter Warp gegangen, ist auch schön, dass die keine Langstreckensensoren offensichtlich anhacken, auch das soll, wenn sie es im Anfliegen kommen sehen. Ja, stimmt, das feuert aus allen Rohren aus diesen roten Dingern, okay. Ja. Ja, die Solving ist natürlich ohne Schutzschild komplett überrascht. Wird überall getroffen, alles explodiert. Ja, das Schild können wir doch dann noch rechtzeitig öffnen. Und dann kommt so ein Greifarm, der die Solving am Antrieb packt. Ja. Und da war es schon wieder Geschichte. Ja, der Captain befiehlt halt auf Warp zu gehen, während der Antrieb an der Schnur da hängt. Weil die Warp festhängt und das ist halt... böser Fehler. Ja, sehr böser Fehler. Und das Schiff geht halt hoch in einer spektakulären Warp-Explosion. Das ist echt also so halt vom Stil her auch schon gut gemacht, finde ich. Genau. Ja, dann sind wir wieder auf der Cerritos, wo Rutherford und Tendi ein neues Crewmitglied erwarten. Nämlich eine... ich glaube, in Deutschland hieß die TNG-Folge Datas Hypothese oder irgendwie sowas. Genau. Wo diese kleinen, wie heißen die Bots noch da, diese... Exocoms. Exocoms, genau. Danke sehr. Genau. Die Selbstreparatur-Dinger, die dann ihr eigenes Leben entwickeln und so weiter. Genau. Rutherford spielt jetzt mit an seinem Implantat rum und zieht dann eine Platte ab und hat einen neuen Knopf und kann dann seine sehr emotionale Stimmung ändern. Sexy Mode. Sexy Mode. Cheerio, wir sind beim Tässchen Tee im britischen Mode. Ja. Dann sieht man das Shuttle, was angekommen ist, mit einer Handvoll neuen Crewmitgliedern und den fliegenden Exocom, den kleinen. Ja. Der auch original so aussieht wie aus der Folge damals, nur ungefärbt irgendwie in Föderationswissenschaftsdesign. So blau-weiß. Genau. Nicht bayerisch. Ja, und dann sind wir im Bereich des Captains, wo dann Mariner und Freeman darüber diskutieren, was sie jetzt machen sollen. Weil das Geheimnis ist jetzt raus und die Freeman meint so, warum haben wir eigentlich überhaupt draus so ein Problem draus gemacht, so ein Geheimnis draus gemacht, das haben wir halt jetzt einfach. Und es wird schon gut laufen, meinte die Mariner. Dann kommt dann der Ransom rein und erzählt einfach nur Blödsinn. Hallo Captain, Captains Tochter. Ja, das ist auch so, Mariner meint natürlich. Das Tolle ist, wenn Ransom irgendwann Captain wird, ist er dann Captain Jack? Ja, genau. Oh mein Gott. Captain Ransom. Captain Rudy Ransom. Wie gesagt, ich denke, der ist verwandt mit dem anderen. Ganz bestimmt. Ja, nur weil sie es nicht erwähnen, ich meine, es ist immer noch, ne?
Nennen wir es Memory Beta oder so. Wie heißt das inoffizielle Canon-Ding da? Genau, richtig, ja. Mein Head-Canon, genau. Ja, Ransom entschuldigt sich. Bewundert Mariner auf einmal. Ja, sie steht in einem völlig anderen Licht da. Jetzt bekommen sie mal eine besondere Aufmerksamkeit. Ja, genau. Dann weil die Captain Free. Nein, keine Sonderbehandlung. Seien sie so, wie sie immer so. Die Freedom, die Mariner meinen so. Ja, seien sie hart zu mir. Ja, ich bin bei ihnen immer hart. Also, ich meine, nicht so. Ich könnte natürlich, wenn ihr wollt. Immer weiter rein. Ganz gut. Der Moment, wenn Star Trek endlich bei Peniswitzen angekommen ist, super. Ja, genau. Ich meine, ich könnte hart werden, wenn ich wollte. Aber ich bin nicht hart, tut mir leid, sie sind beide toll, ich bin weg, tschö. Oh, stell mir mal so eine Diskussion zwischen, keine Ahnung, Picard und eine Cheye vor. Oh Gott. Ach, Hilfe. Genau. Übel. Die Mariner geht einfach entnervt. Und jeder dann, auf dem Schiff redet drüber. Ja, genau. Ach ja, ja. Dann wird es aufgehalten von einem: Hey, Mariner, ich bin Lieutenant Levy, erinnern Sie sich an mich? Und das ist doch dieser Idiot, der denkt, Wolf 359 war ein Inside-Job. Oh, der ist das? Oh Gott. Ja, der Verschwörungstheoretiker. Also, Mariner sagt das sogar im nächsten Satz. Gibst du das deiner Mom? Es ist immer noch der Captain. Ja, ich habe ein paar Ideen entwickelt, genau. Um die Captain-Yacht zu dekorieren. Ja, genau, das ist auch so wichtig. Ja. Das ist so eine Anspielung an Leugner eines gewissen Holocaust und sowas. Das ist eine Anspielung an solche Leute, solche Deppen. Okay. Wahrscheinlich. Und dann kommt die nächste, sie schnappt sich die Mariner und will gleich so ein Selfie mit dem Pet machen. Ist das die von der Brücke von vorhin, die am Steuer saß, weil die auch so lila Haare hat? Sieht ähnlich aus, ja, es kann sein. Ich glaube schon, ich habe nicht aufgepasst, ob das dieselbe ist. Das Tolle ist, die Pets haben ein Foto drin mit Blitzlicht. Ah ja, das ist ja die Weiterentwicklung vom das ist die Pets, nachdem die Pets halt von Star Trek die iPads und ganzen Tablets halt inspiriert haben, sind es halt genauso benutzt, wie wir heute die Tablets benutzen. Wobei ich finde es immer schon irritierend, wenn irgendjemand draußen rumläuft mit einem riesen iPad und irgendwelche Fotos macht. Ja, ich finde das auch immer komisch, weil ich finde die riesigen, klobigen Dinger, die noch größer sind als so ein DIN A4-Block, ich weiß nicht, ich glaube auch bis heute nicht daran, dass die so gut sind wie eine richtig gute, qualitative Kamera. Also mit Schüttelausgleich und wirklich extremen Lichtfilter und was weiß ich nicht, alles wo, ich meine, wozu hat man sonst diese teilweise heute noch riesigen Kameras, auch bei so, keine Ahnung, Fußballspielen, wenn die Leute dann immer noch mit ihren gefühlt 10 Meter Linsen rumstehen, da muss ja einen Grund haben irgendwie. Ja, mittlerweile kommt es auf die Größe vom Chip an. Das ist wie groß der Chip in der drin ist, der die Aufnahmen steuert, quasi. Ja, das können sie. Ich bei Fotos machen bin ich eigentlich raus, ich orientiere mich einfach nur dran, was nutzen die wirklichen Profis. Und das benutzen die jetzt mal Apple-Jünger oder so. Ich bin am Standpunkt, ich benutze es einfach, ein Foto zu machen. Wie es funktioniert, ist schon nicht mein. Ja, so bin ich auch drauf. Zumal ich irgendwie, ich weiß nicht, je mehr Geräte irgendwie in der Lage waren, Fotos zu machen, desto weniger Fotos mache ich gefühlt im Vergleich zu früher. Weil man mittlerweile irgendwie sowieso von allem, was man fotografieren will, gibt es irgendwie auch schon Fotos ins Netz. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Dadurch, dass man eh nicht mehr wirklich unterwegs sein kann seit einem Jahr, ich weiß nicht, was soll ich denn ständig Fotos machen? Von meinem Schreibtisch? Das ich von meinen Hunden manchmal. Ja, okay, gut, ich könnte meine Fische fotografieren hier im Aquarium, aber die gucken halt auch jeden Tag nur betrüppelt rein und denken sich, Lockdown?
guck uns mal an, wir sind seit 10 Jahren hier im Aquarium. Fick dich. Oh Mann, genau. So also Pre-Shadowing wahrscheinlich, dieses Aquarium. Oh mein. Na dann, machen wir weiter. So, also diejenige, die ein Foto gemacht hat, geht weg und Mariner, stell das nicht in dein Logbuch. Oh Mann. Das ist ein Korridor, kein Amnesiebetrieb. Ja, Mariner stößt dann natürlich noch mit Dr. Ta'ana genau zusammen. Mhm. Ist Dr. Ta'ana aufgrund ihrer Fellfarbe verwandt mit Spock? Spot? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Dass sie jetzt sagt, ist richtig gruselig. Wäre es für ihre Mom okay, wenn Shax und ich eine kleine Affäre hätten? Mhm. Mariner so, was? was? Der Blick. Ja, und sie müssen seine bajoranische Fleischpeitsche mit dem Kulturhaken festhalten. Oh mein Gott, du Mann. Zu viel Information. Eigentlich tut mir der Doktor tierisch leid, vor allem, ich weiß nicht, Shax war so ein super Charakter, aber so ein, weiß nicht, Worf mit mehr Worten oder so. Ja. Der einfach nur. Ja, die haben sich ja in den letzten Folgen einfach mal geküsst. Ja, aber mir tut es leid dem Doktor, weil Shax natürlich am Ende der Folge auch noch stirbt. Ich fände es schön, wenn sie den irgendwie, weiß nicht, Q macht mal einen Schnipp und holt ihn zurück oder so. Ja, ich bin mal gespannt, wer der nächsten Staffel das übernimmt. Tja. Auf der Brücke empfangen sie dann einen Notruf von der Sonne. Nein, da steht ein Teilnotruf. Ein Teilnotruf, ah ja, klar. Du hast es schon abgestoppt. Achso, hängst du wieder hinterher? Bin ich zu weit vorne? Oder ja, nee, alles gut. Das ist immer so, dass du schon ein bisschen weiter bist als ich. Achso, ich bin bei 7,56. Wo bist denn du? Ich bin auch bei 7,56, aber trotzdem ist immer so eine kleine Verzögerung mit drin. Achso, okay, ich lasse einfach mal laufen. Alles gut. Aus dem Kala-System kommt das Signal. Da gibt's nichts. Warum sollte da ein Notruf sein? Na, und dann so nach dem Motto, oh, die Titan ist auch in Reichweite. Nein, wir machen das. Und ist wahrscheinlich immer und die Streamer meint ja immer noch, das wäre, sie macht sich lustig über die beiden, über die Captain Dayton. Sie hätte wahrscheinlich nur den falschen Knopf gedrückt. Ist das Billups? Das ist Billups, ja. Oh Gott, was guckt ja mega traurig gerade. Oh. Er hätte keine vorformulierten Empfehlungsbriefe. Er hat es sogar laminiert. Ja. Jeder spricht Mariner an. Das ist so göttlich. Ja. Ja, da denkst du, mach eine Pause. Da hat sie gesagt, er kann, wenn es auf einem anderen Schiff wäre, würde sie quasi nicht mehr auffallen. Und will halt jetzt quasi die Kleidung auf das andere Schiff annehmen und macht sich dann innerhalb von mehreren Handgriffen halt zurecht, dass sie krempelt die Ärmel runter und steht gerade da, macht sich Haare gut. Und ja, jetzt bin ich ein vorbildlicher Offizier. Ja, vor allem, es ist wirklich eine kleine Verwandlung, die sie dann gelegt hat. Auf jeden Fall, ja. Ah, oh, shit. Ja, und dann kommt Shax noch mit einem eindeutig eingepackten Butlet, der jemand schleppen will. Oh, ganz übel. Immer schön einschleimen bei Captains Tochter. Genau. Dann haben wir einen Cut auf wieder den Korridor, wo der Exe kommt, drüber düst irgendwie. Genau, mit Tandy. Und das ist halt die Tour, die sie gekriegt hat, macht sie jetzt mit dem Exe-Com, genau. Ich wollte keinen Roboter, sondern einen normalen. Ich habe sämtliche Sprachen analysiert und einen perfekten Namen errechnet.
Wie lautet der? Erdnuss-Snackbox. Erdnuss-Snackbox, ja. Der Peanut beim Original. Also irgendwie, keine Ahnung. Und Teddy, oh, das ist der tollste Name, den ich je gehört habe. Weiß ich, Teddy. Immer schön mit Hüftschwung, Freunde. Ja, das ist doch der Sektion 31 Gang, den er in der zweiten Folge vorgeführt hat. Mhm. Und Barry begegnet dann Bäumler, der auf dem Weg, na, auch auf dem Weg zu Commander Ransom. Bäumler so, lass das. Was, Sir? Ich wollte nur mit Ihnen kommen. Warum sie auf die Sacramento gewechselt hat. Die Sacramento wurde. Auch noch. Hm. Wieso wäre es die Sacramento? Das ist das Schiff aus, wo die Ex-Freundin vom Bäumler drauf diente. Ah, okay. Es sind so die kleinen Details, die merke ich mir nicht. Also. Aber dafür habe ich dich da. Das ist gut. Ja, Ransom kann sich besser konzentrieren, wenn er Sport macht. Deswegen macht er die ganze Zeit irgendwelche Kraftübungen. Mhm. Heißt der Shuttle Suniqua? Sequoia. Ach so, okay. Das haben sie endlich fertig. Das ist so ziemlich fertig. Also selbst die Beschriftung ist per Hand irgendwie mit einem Pinsel draufgemalt worden. Das Ding ist echt. Genau. Also und auch Comics-Zeichnungen von den vier Lower Deckern. Fehlt nur innen drin irgendwie so ein Wir waren hier oder so. Ja, und Tandy macht sich halt Sorgen, dass die Ethno-Snackbox quasi nicht gerecht werden kann. Aber diese Befürchtungen sind vollkommen unbegründet, weil Ethno-Snackbox irgendwie alles hinkriegen kann. Praktischerweise mit so einem Replikator vorne, wo es aber alles mit wie so ein Werkzeug von dran schrauben kann, wie so ein Bit-Aufsatz beim Bohrer oder sowas. Ja, wir sind jetzt hier in der Krankenstation, wo er noch Snackbox jemanden heilt. Genau. Und das Lustige ist, dann ist immer noch der Friedrich, der Bajorana da den Rutherford quasi hätte behandeln sollen, der die zu Verbrennung hat. In der damaligen Folge. Das ist so quasi nochmal eine Zusammenfassung von allem, was in der Staffel passiert ist. Fällt dir das? Also, ich weiß nicht, liest du das oder erkennst du das? Ich erkenne das. Oh mein Gott, ey. Das ist ja bei Jorana, den Wasserfall. Hier beruhigen sie den, dass der uns nicht abnippelt dann so. Ja, das war zwei Monate zuvor, wo ich das gesehen habe. Da merke ich doch nicht, dass dann für zwei Sekunden irgendein Bajorana. Hast du da irgendwie auf die Folge gesehen? Hallo? Also ich habe ungefähr alle dreimal jetzt gesehen und außer die letzten, wie oft haben wir das jetzt hier gemacht mit dem Watch Party Ding? Dreimal? Die habe ich jetzt viermal geguckt dann. Ja, ich finde es ja witzig, dass der immer noch auf der Krankenstation liegt und immer noch nicht entlassen worden ist. Naja, vielleicht ist Dr. Ta'ana so drauf wie Phlox im Spiegeluniversum und liebt Experimente an ihren Patienten. Keine Ahnung. Ja, und Bäumler ist sauer, weil Mariner jetzt das Sternflottenhandbuch auch durchgeht. Das Handbuch? Willst du mich verarschen? Niemand wüsste davon, dass sie meine Mama ist, hättest du es nie ausgeplaudert. Ja, und dann kommen sie im Color-System an und landen direkt im Trümmerfeld von der Solvang. Erinnert so ein bisschen an den ersten Star Trek, ja, genau. Genau. Auch wenn sie da unter diesem einen Ding fast durchgetaucht sind, da. Ja, genau. Ausweichmanöver. Ja, jetzt wird die Cerritos angegriffen von dem Packlet. Trümmerschiff, was vor sämtliche Trümmer irgendwie an sich herangezogen hat. Genau. Ja, noch wissen wir ja nicht, wer die Aliens sind. Ja, noch nicht, nee, aber. Aber jetzt nicht. Gleich. Jetzt schnappen sich die.
Ja, Freeman kommt hier mal so richtig als Captain irgendwie durch, indem sie ja, genau. Wirklich, also sich, also jetzt schon mal bei dieser Diplomatenfolge sehr gut gepunktet, finde ich, damals mit dem, wie viel leben denn auf ihrem Planeten? Zwei, meine Frau und ich, wir sind halt reich. genau. Also dafür, dass sie eigentlich nur die Cerritos kommandiert, macht sie echt manchmal Entscheidungen, wo ich mir denke, wow, das ist eines Picard oder einer Janeway ebenbürtig. Also das finde ich gut, dass es nicht so ein Captain ist, der nichts drauf hat oder so. Weil sie kommt gleich auf die Idee, nachdem Ransom gesagt hat, auf Warp gehen, dass das nicht funktionieren kann, dass das wahrscheinlich die Dayton zerstört hat. Oder die Salvong, ne? Salvong, ja. Ja, genau. Ist ja klar, wenn das Schiff festgehalten wird und dann Warp wegkriegt, zerreißt du entweder dein eigenes Schiff oder das andere Schiff, das sich einfach festhält, gleich mit. Und das sollte man ja nicht versuchen. Ja, im Regelfall, wenn die Sternflotte sowas gemacht hat, dann ist immer das Seil gerissen vom anderen Schiff. Ja, genau. Aber die Kabel sind ziemlich fett, also ich glaube nicht, dass das... Ja, glaube ich auch nicht. Zumal sie auch parallel dazu noch im Traktorstrahl festhängen. Also sowohl am Halte... wie heißt das sowas hier? Haltegriffe? Wie hieß die Dinger bei Enterprise noch? Enterhaken. Enterhaken. Ja. Arr, Ketten, die Enterhaken sind angebracht. Sehr gut, Reed. Da muss doch so ein Spruch von Archer kommen, wie damals bei Asterix. Denkt dran, Leute, Bäuche aufschlitzen, Beute machen. Oh, shit. Ja, die Cerritos wird dann mit ruckartig zurückgezogen ans Alienschiff. Oh, und eine Trondel wird abgetrennt. Au, ja. Ja. Da war die Belastung einfach zu groß für den Stahlträger. Ja. Ich finde es auch zu gut, wie es ist so gut dargestellt. Auch zum ersten Mal, ich meine, es liegen jetzt keine Steinbrocken auf der Brücke, wie sonst normalerweise, wo immer diese Steinbrocken herkommen. Aber die Deckenpaneele sind aufgerissen, da kommen überall Kabel, Funken raus. Eben als dieses Schiff ganz leicht gedriftet ist, waren auch überall so klitzekleine Trümmer überall zu sehen. Es ist so gut vom Design her gewählt worden. Ich mag das einfach. Ich auch. Die ganzen Elkas-Displays, die schwarzen, die aufgeplatzt sind, die liegen wie so, keine Ahnung, Obsidian-Glasscheiben oder irgendwie sowas auf der Brücke rum. Genau. Ja, Bäumler und Mariner kommen auf der Brücke an. Mariner hilft noch ihrer Mutter hoch und dann werden sie auch schon gerufen. Wir sind nicht die Enterprise. Packlets nimmt dann seinen Helm ab und dadurch entdecken die anderen halt erst, dass es die Packlets sind. Vorher war es halt so ein Unterhelm irgendwie drauf. Ja. Die sind halt echt sauer. Da hat man sogar... Oh, warte mal, hier ist es gut zu sehen. Noch ein Stück zurück, genau. Und man hat diskutiert, ob die Packlets früher eher so für Witz gehalten worden sind, weil sie halt niemand ernst genommen hat. Und sie haben zwar immer mal irgendwelche Schiffe gekapert, um Technologie zu sterben, aber sie waren noch nie so mächtig. Ja. Und der Bäumler macht dann einen Scan vom Schiff und entdeckt dann... also vorne dran ist das Packlets-Schiff und dann hinten dran hat er etliche andere Bauteile. Genau, also man sieht erst, dass das Schiff, wie es in TNG zu sehen ist, mit einem Bild von einer Packlet daneben. Genau. Und dann sieht man eben halt, oh, guck mal, man sieht, da ist ein Föderationsteil. Genau. Das rote oben. Mhm. Die Flügel sind von Romulanern. Jetzt erkennt man auch dieses Flügeldesign. Jetzt erkennt man es auch, genau, richtig. Wobei die Romulaner hatten nie lilane Farben vorne. Das hätte eigentlich grün strahlen müssen hier bei dem. Egal. Es ist auch ein Ferengi-Bauteil offensichtlich irgendwo. Tolianer. Sehe ich auch. Wo ist denn das Tolianer-Symbol? Das ist da unten, ja. Ja. Genau. Das ist bei mir gerade das 10 Sekunden zurückging drüber, deswegen habe ich es nicht gleich gesehen. Das Orange da hinten haben sie halt nicht markiert und das Lila da oben drauf, das hätte mich jetzt auch nochmal interessiert, wo das eigentlich so herkommt. Aber wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man hinten auch einen Fluxkompensator. Nein, Scherz. Ja, vor allem die Packlets bezeichnen das Schiff ja, weil es ein Sternflottenschiff ist, als Enterprise. Weil das Sternflottenschiff wahrscheinlich das einzige, mit dem sie jemals richtig Kontakt hatten, war Enterprise. Ja, genau, richtig. Und da sieht man mal, wie einfach die denken. Mhm.
Ist auch schön. Auf dem Hauptbildschirm rechts sieht man auch nochmal das Romulaner-Symbol, das Klingonen-Symbol, das Ferengi-Symbol, genau. Das Tulianer-Symbol. Schön gemacht. Ja, dieses Paket ist halt, die haben sie so lange in Ruhe gelassen, dass sie halt durch die Bedrohung sind. Ja, ich meine, wer nimmt die auch schon als Bedrohung wahr nach der 1TNG vorher, ne? Also. Ja. Anscheinend sind sie kein Witz mehr, wie Mariner schon feststellt. Freeman, ich verwechsel die zwei Namen. Ja, die Cerritos wird ultra nah an Schiff der Paktes rangezogen, in die vermeintliche Werft, nenne ich es mal. Da kommen dann auch schon gleich irgendwelche, keine Ahnung, Stahlbolzenschneider zum Einsatz und zersägen das Schiff in Einzelteile. Da fangen zumindest damit an. Und werden halt tranchiert. Genau. Und die Freeman erkennt dann, dass sie mit ihrem Stahlschutzlatein am Ende ist und sie braucht halt eine riskante, halbgare Lösung, die sie ins Wahnsinn treiben würde, weil das das Einzige ist, was sie retten kann. Also exakt das, was Mariner am besten kann. Das Schöne ist, sie krempelt sich die Ärmel wieder hoch, zieht die Haare wieder gerade. Und ist wieder die alte Mariner. Genau. Ja, sie ergibt dann schon die ersten Befehle, was man machen kann. Schleusen wir ein Virus in deren System und legen ihr Schiff lahm. Genau. Ich schreibe mir mal eben so einen Code, ein Genie ohne Moral müsste dafür herhalten. Rutherford hört die ganze Zeit mit und lädt deswegen sein Trainingsprogramm Rutherford, keine Ahnung, Zahncode. Und dann kommt natürlich der gute alte Badgie wieder zum Einsatz. Genau, und Badgie verlangt von ihm, ja klar kann ich das tun, Vater. Du musst nur die Sicherheitsprogramme deaktivieren. Ich finde die Gesichter, die Badgie teilweise macht, ja, das gruselig. Ist, ja. Genau, und dann zeigt er sich schon hier, ich habe 3 Viren erschaffen. Mal ebenso. Also der, kommst du was? Ich überwache immer die Koms. Eindringlinge beamen zu uns. Sie beamen sehr langsam zu uns. Okay, wir verschwinden. Genau. Die beamen wirklich ewig. Ja. Dann sind sie endlich an Bord und dann zerlegen sie natürlich mit ihren, keine Ahnung, alten, weiß nicht, Schweizer Gardenlanzen das Schiff. Und Mariner stößt überall irgendwelche Regale, Deckenpaneele auf und überall sind Schmuggelwaren, klingonischer Blutwein. Der Spockhelm, genau, der ist jetzt auch kanonisch. Der jetzt kanonisch geworden ist, über den sich offensichtlich Billups herzlich freut. Also sucht man nach, ja, also für diejenigen, die es nicht wissen, was es ist, aber wenn die meisten, die es hier gucken, sind Star Trek-Fans und wissen wahrscheinlich, was wir meinen. Es gibt einen Helm aus, keine Ahnung, ich nehme mal an, so 70er, vielleicht Anfang 80er Jahre irgendwie. Ein Polizeihelm, wo einfach nur Spock draufsteht mit der roten Blinkleuchte oben. Genau. Das gab es als Spielzeug, ja, richtig. Schon damals wusste ich das Format. Die Mariner hat ja das ganze. Ihr ganzes Kontraband halt irgendwo auf dem Schiff versteckt und es kommt denen jetzt halt zugute. Dass halt überall die Panels auftritt und da fallen halt die Waffen raus und das hat sie jetzt den Arsch. Und die Freeman guckt nur so. Hast du hier beim Schiff versteckt? Von Bäumen hat sie so ein Fechtschwert dann irgendwie von Zulu. Ja. Genau, der Knall kommt ja am Ende noch, wo sie es her hat. Von wem? Ja, dann gibt es so eine typische Helden-Avengers-Aufstellung, wo Ransom, Captain Freeman, Shakes, Mariner, Billups und Bäumler so einen Halbkreis bilden. Ja, vor allem der Shakes hat so zwei androianische Waffen. Das ist auch richtig cool. Sind das die androianischen Eispickel-Dinger? Ja. Echt? So. Ich hätte jetzt eher klingonisch gedacht. Weil die Androianer, die hatten doch so Wellen drinne. Ja, ich glaube, das ist die vereinfachte Version. Achso, okay. Vor allem das Butler, das die Marin hat, ist das Butler aus der ersten Folge, mit dem sie quasi Bäume schon verletzt hat, ja. Ich finde es auch schön, dass da noch das alte Blut dran klebt. Also wenn sie nicht an der Verletzung sterben, dann zumindest an der Blutvergiftung. Ist auch schön. Bäume da mit seinem kleinen Fechtschwert gegen so eine Riesenlanze. Ja, der Einzige, der wirklich was her sich her macht, ist der Shax, der wirklich all in. Der geht richtig in sich auf. Stützt sich auf jeden, verprügelt jeden. Ja, Bäume ist deswegen auch, weil wenn sie gehen würde, wäre seine beste Freundin weg. Genau, richtig. So, dann wird Captain Freeman getroffen und Mariner rettet sie. Genau.
und ist dann ganz entsetzt, dass er Blut an den Händen sieht. Und Shax bringt sie dann auf die auf die Krankenstation, werden die anderen noch aufräumen. Sie rennen in die Krankenstation rein und dann kommt der Doktor erstmal miau. Ja, dann diskutieren sie halt den Plan. Wir müssen halt irgendwie diesen Virus, den Rutherford's Batchy auf dem Holodeck entwickelt hat, der muss halt manuell eingeschleust werden auf dem gegnerischen Schiff, und sie kommen natürlich alle auf die Idee, dass das ja theoretisch der Exocom machen könnte, als einziger der Ethno-Snackbox, genau. Wer ist klein genug und könnte eindringen, ohne aufzufallen? Wer kann im Weltraum überleben ohne ein Schiff? Ethno-Snackbox! Und sie guckt sich das alles so an und so, nö, seid ihr des Wahnsinns? Ist aber auch eine gute Anspielung an die Folge damals mit Data's Hypothese, wo sie diese Exocoms ohne Namen damals noch auch bei manchen Aufgaben geweigert haben, es durchzuziehen, weil sie wussten, dass sie dabei sich selbst opfern. Ja, genau, richtig. Was halt, wenn die entwickelte KI zu weit denken kann. Ich verzichte. Bitte was? Das klingt viel zu gruselig. Ich bin eigentlich nur hier, um meinen Dad zu ärgern. Ja, super. Wollen da schon wieder durchdrehen. Ich beam mich jetzt aus. Das ist der Scheiße, schön gesagt. Tschüss. Ich hätte niemand. Er hat nur Snacksbox, ein bescheuerter Name. Rutherford ist wieder er selber. Er hat genug umgedrückt aus seinem Kopf. Und lädt sich die Virus selber hoch. Ja, ich finde schön, wie sein Display erstmal zu so einer Disco-Kugel fährt. Ja. Und Teddy macht sich halt Sorgen, nein, du kannst nicht rübergehen. Ich habe alles im Griff und Jack schnappt sich ihn und rennt damit mit Rutherford über seine Schulter hängend durchs Schiff. Kämpft sich durch zum gerade fertiggestellten, nennen wir es mal Patchwork-Shuttle. Ja, genau. Ja, der Shax ist happy, der hat irgendwas zum Zerballern. Der zerschießt mit dem Shuttle die Außenhülle des Eritos, um schneller rauskommen zu können. Und er sagt, ich hab den Tag meines Lebens. Genau. Ja. Und er schließt an, Rutherford schließt sich dann an und Shax erwartet auf die Dings und macht sie halt alle fertig. Der Virus lädt hoch, lädt hoch, lädt hoch und bei 98%. Ist ja aufgefallen, dass auf dem Display von Rutherfords Auge auch der Ladebalken zu sehen ist. Ja. Also, dass sich das Display immer weiter grün färbt. Ja, Batchy stoppt dann den Upload, weil Rutherford sein Genick gebrochen hatte ein paar Folgen zuvor. Und um sich zu rächen, stand dann jetzt die Selbstzerstörung auf dem Schiff. Genau, ja, ich hatte mal Pause, wollte noch irgendwas sagen, wollte so, okay. Dann, ja, Shax reißt Rutherford das Head-Display aus dem Kopf, weswegen der in Ohnmacht fällt, und schiebt das Shuttle von außen durch das Kraftfeld der Brücke oder wo man sie sich befinden raus. Ja. Und schafft es auch noch, und dann Batchy, der geschafft. Das hätte hinter einen abgedrückt. Ja. Und dann sieht man noch für so ein paar Millisekunden Shax, der tierisch freuen und lachen da noch zwei Packets irgendwie im Würgegriff hat. Und dann, ja, war es das mit Shax, leider Gottes. Ja, und das Packet-Schiff explodiert. Ja. Genau, auf der Pacificus, wir nehmen Bäumler und Mariner das Kommando und holen das Shuttle wieder an Bord. Und Ransom, der mit einem Doppelfaust zusammengeballten Toss und TNG-Schlag die letzten Ausschaltungen sagt, noch alle Eindringlinge sind besiegt. Freeman sagt zu Mariner, mach's dir nicht zu bequem. Und in dem Moment. Und da kommen noch drei andere Schiffe, nochmal drei. Packlets. Wir haben jetzt Hamburg Enterprise. Wir haben euch Enterprise. Was das Schöne ist, die sind alle anders zusammengesetzt. Ich habe jetzt mal einen Stopp gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt auch die drei Schiffe und die Sirius in der Mitte sind. Also man sieht noch, das Einzige, was gleich ist, ist
ich sag mal, der Schnabel vorne weg, der das klassische Schiff ist. Aber genau, alle anderen, jeder hat eine eigene Werft, jeder hat eigene Flügel, andere Warp-Gondeln, andere Waffen oben und unten drunter. Es ist. Genau. Es ist ja teilweise, dass sie mit Kabeln zusammengebunden sind. Also ja. Schon schenkt, sag ich mal. Damit es irgendwie hält. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, und dann greift jedes Schiff mit zwei Greifarmen danach. Oh, man hat es mit Teilknirschen. Also jetzt ist letzte Stunde geschlagen. Ja. Alles in Rettungskapseln und... Schiff evakuieren und dann kommt Bäumler und sagt doch, Moment, da kommt ein Schiff auf den Langstreckensensoren. Ein blauer Punkt, genau. Kommt was angeflogen. Tada! Es ist die Titan! Ja, und wie? Da kommt das epische Finale mit der super alten, guten Musik, die man ewig nicht mehr gehört hat. Die Titan nimmt die drei Packlet-Schiffe auseinander wie ein, keine Ahnung, Stück Papier. Kommt natürlich Riker, der dann die Cerritos kontaktiert und Mariner gibt dazu, was meinst du, woher ich meine ganze Spucklerware habe? Schreiber nur so, was war das? Was war sie auch darüber später drüber? Oh, mit der TNG-Musik. Und die Titan ist die, ist das, was wir aus SDO kennen, das Schiff, was auch der Sean Turango hat es entworfen für die Bücher. Mhm. Und damit ist das Schiff dann auch kanonisch. Und es sieht so episch aus. Ist aber auch wieder eine schöne Fortsetzung von ich sag mal, vom Sovereign-Klasse-Stil. Mhm. Genau. Ja. Und sie hat einen Tag gerettet. Ja. Genau. Dann ist das Schiff, also sind wir auf der Douglas Station und man sieht halt die Cerritos im Trockendock und wird repariert und man hört Freeman, die dann mit dem Ingenieur spricht und sagt, nein, ich will keine Veränderungen am Schiff haben, das soll alles wieder so hergestellt werden, wie es war. Aber ich könnte noch ein paar Veränderungen machen. Nein, ich will nicht, dass das Schiff repariert wird und dann sieht es so Sovereign-mäßig aus. Sehr schön. Was ich aber auch hier schön finde, was wie gesagt leider Gottes in Discovery so ein bisschen verloren ist und was man eigentlich zu TNG und Deep Space Nine Zeiten zu selten eingesetzt hat. Ich war hier so 10 Sekunden zurück. Wahrscheinlich auch aus Budgetgründen. Man sieht jetzt hier die Cerritos halb zerlegt, wie die Sachen so ineinander geschoben und die neuen Ersatzteile eingebaut werden, die Hülle repariert wird. So viele schöne Details, die Arbeiterbienen, die Frachtdinger, die hin und her gekarrt werden. Das ist so viel Details und ich weiß nicht, Star Trek Fakten und Infos würde wahrscheinlich 50 Hefte hier rüber rausbringen seinerzeit. Ja. Ja, der Mike McMahon hat ja angekündigt, weil die Warp-Gondeln von der Cerritos sehen komisch aus, also komisch in Anführungsstrichen, diese Module. Und die können dann noch irgendwas ganz Cooles machen. Das ist auch der Grund, warum wir es noch nicht in SDO haben, weil die Entwickler halt darauf warten wollen, was dieses coole Feature ist. Weil das natürlich auch ein Spiel einbringt. Die können wie Raketen abgefeuert werden. Wer weiß. Was ich hier auch schön finde, ist so, es gibt diese 2-3 Szenen, wo einmal die Enterprise in, ich glaube, 01100, schieße mich tot, einmal kurz zu sehen ist durch so ein Fenster. Und im dritten Kinofilm, wo sie sich verletzt ins ESD reinhumpelt. Ja. Hier sieht man eine riesige Fensterfront und man erkennt durch die kleine Darstellung des Captains und dieses Random Offiziers auch mal, wie riesig das Schiff dann teilweise ist. Ja, dieses Größenverhältnis sieht man normalerweise ja nicht so. Und ich finde das einfach gut gelungen. Ja. Ich würde sowas gerne öfter mal sehen. Ja. Leider Gottes ist es aber so, ich will jetzt nicht wieder rumreiten, aber die Effekte von Discovery sind halt so, man würde wahrscheinlich wieder nichts erkennen, weil es alles immer wischiwaschi gemacht wird. Ja, wobei wir haben ja schon Kamerafahrten durch die Brücke gehabt und die Grundverhältnisse aber auch nicht ganz zustimmt haben. Was hier jetzt? Bei Discovery. In den ersten zwei Staffeln haben sie öfters mal das, dass man durch das Brückenfenster durchgeflogen ist mit der Kamera. Ja. Und da hat Größenverhältnis nicht gestimmt. Hier stimmt es halt richtig cool. Also es ist schon arm. Wo es so aussieht, als ob das eine Glasscheibe ist, wo die Kamera durchgeht. Ja. Ja. Genau. Ja. Also hier finde ich es echt super gelungen. Zumal, wie gesagt, ja, ich erwarte nicht von Picard, dass es TNG 2.0 ist, aber zumindest das Design hätte man doch irgendwie bei TNG oder zumindest late TNG-Filmära belassen können. Ja. Aber da ist es halt
bis auf diese Klonarmee, die am Ende auftaucht, ist halt so viel verschenkt worden, irgendwie, finde ich. Ja, das stimmt. Wir können reflektierte Verkleidung anbieten. Ich will alles, dass es genauso aussieht wie vorher. Ja, dann sind wir auf wahrscheinlich der Kranken- oder Genesungsstation von der Douglas Station. Genau. Wo Rutherford erwacht und Tandy darauf gewartet hat. Genau. Er weiß gar nicht, wo er ist. Er hat komplett sein Gedächtnis verloren. Ja. Bisschen schade, weil, aber na gut, dann können die zwei nochmal von vorne starten, aber ich fände es echt schön, wenn die in der Serie irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar zusammenkommen, aber die sind, arbeiten gut harmonisch miteinander. Ja. Hi, ich bin Rutherford. Das Implantat muss dein Langzeitgedächtnis beschädigt haben. Erinnerst du dich gar nicht an mich? Nein, aber nimm's dich persönlich. Ich weiß nicht, was ich alles nicht weiß. Tandy, du weißt, was das bedeutet, oder? Wir können uns nochmal ganz von vorne beste Freunde werden. Wuhu! Okay. Der Cut ist halt einfach mal raus. Und zwei. Das ist von Checks auf Dark. Das ist richtig. Das wird gleich die Wut im Wut platzen. Das linke Auge ist echt so mit roten Adern untermalt, als ob es gleich einfach aufhört. Ja. Ich frage mich, wann er dieses Bild gemacht hat. War das einfach so, ich mache mal ein Selfie von mir selbst und das war einfach seine Emotion in dem Moment. Ja, genau. Ja. Das hat Ehrenwache für Checks auf Torpedotubus, wobei sie eigentlich gar keinen Körper haben. Nee, das nicht, aber ich finde es aber schön, auch hier, der Torpedo ist wieder wie aus den Tuvok-Kinofilmen mit Spock und auch später der Torpedo, den sie im sechsten Kinofilm bearbeiten da mit, das Ding muss doch einen Auspuff haben. Ja, und auch wo Chizia drin lag mit der Fahne oben drüber. Ja. Ja. Ja, das mit der Fahne und den Tüchern haben sie ja bei Enterprise später auch nochmal gemacht, als Admiral Foster stirbt, bei dem Anschlag auf die Wörter. Ich will die ganze Zeit Bibliothek sagen, aber es ist nicht Diplomat, auf das diplomatische Hauptquartier, so rum ist das Wort. Ja, genau. Ja. Sind eigentlich alle anwesend, bis auf Tandy und Rutherford, die wahrscheinlich gerade eh noch in der Krankenstation sind. Also wir haben auf jeden Fall Dr. Tanner, Freeman, Ransom, Billups, Mariner und... Tandy ist sogar ganz recht zu sehen, sehe ich gerade. Jet ist dabei, dann also diverse Crewmitglieder, die wir in den ganzen letzten Folgen alle schon gesehen haben. Ja. Ich glaube, die zwei mit den grünen Händchen, das sind die aus der Bar oder Kantine. Ja, genau, richtig. Und ja, ist echt schön gemacht. So traurig sowieso. Wie auch immer sie noch an sein Ohr reingekommen. Naja, egal. Er hat mehr als einen gehabt haben wahrscheinlich. Ach so. Hey, Gabo, ist bestimmt, schreit ja jemand, das ist voll erkennt ins Gesicht und wirft den Bob keinen aus. Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann kommt natürlich Freeman, die erstmal ein Protokoll abhält, Mariner hat Schmuggelware auf dem Schiff abgehalten. Die ganze Verfehlung des ganzen letzten Jahres. Ohne meine Verfehlung wären wir jetzt tot. Ich weiß. Ja, der Captain macht jetzt selbst so nach dem Motto, alles, was die Sternflotte mal behoben hat, aber dann nicht unter Beobachtung gehalten hat, die machen teilweise Rückschritte oder kehren zu ihren alten Sachen zurück. Die Pakte wurden als unwichtig vernachlässigt und deswegen sind jetzt alle auf der Solvang tot. Sie zieht ja selbst Resümee darüber, dass die Föderation oder die Sternflotte primär teilweise falsche Entscheidungen trifft. Ja, genau. Ja, und dann kommt sie auf die Idee, ich kann nicht gegen das Protokoll arbeiten, aber deine Dinge sind halt gute Lösungen und deswegen will halt der Captain, dass Mariner und sie besser miteinander zusammenarbeiten. Das ist doch schon mal eine schöne Prämisse für die nächste Staffel. Ja, finde ich auch. Ist auch eine schöne Entwicklung, muss man sagen. Ich meine, die Serie macht jetzt nicht so große
Entwicklung bei den Charakteren. Ich meine, Tandy und Rutherford sind eigentlich wieder am Anfang da, wo sie in Folge 1 mal angefangen sind. Genau. Bäumler hat sich auch nicht wirklich weiterentwickelt, außer dass er manchmal das Protokoll ignoriert jetzt, aber gerne immer noch drauf zugreift. Also ich sag mal, Marin hat die größte Entwicklung durchgemacht, weil sie und ihre Mutter quasi mehr oder weniger, weil die Mutter war ja erst so, sie schmeißt sie raus und sie kann halt diese ganzen Verfehlungen von ihr nicht akzeptieren. Und jetzt hat's, also in der letzten Folge hat die, durch die ihre besondere Therapie hat sie festgestellt, dass sie gerne auf der Cerritos ist und alles für ihre Mutter tun würde. Und dass sie auch ein guter Offizier sein kann, wenn sie so ist, wie sie ist. Und die Freeman hat das festgestellt, dass man halt unorthodoxe Lösungen braucht in der heutigen Zeit, in der dortigen Zeit. Und bereit ist halt ihrer Tochter da mehr Spielraum zu lassen. Das ist eine schöne Sache. No. Kein Wort zu deinem Vater. Kein Wort zu deinem Vater. Ja. Dann treffen sich alle wieder in der Kantine. Das ist echt gut gemacht, ey. Riker schnappt sich die Freeman und drückt sie gleich an. Oh, macht noch eine Pirouette und fasst mit ihr, dreht sich einmal um sie. Echt gut gemacht. Mariner geht zu Tandy, Rutherford und Bäumen da an den Tisch. Karen! Ich schätze, die Kali-Klasse, die ist mit California-Klasse, ne? Gemeint, ja, oder? Genau. Ja, Freeman bedankt sich nochmal für die Hilfe. Ja, weil sie ist das hier, ich war dein Mentor. Das ist nach dem Motto, quasi wie Mariner der Mentor für Bäume ist, was gerade umgekehrt mit Captain Freeman und Riker. Ja, Ransom fragt natürlich bei Troy, ob sie eine Freundin hat, die frei wäre. Und sie sagt dann auf Kopf so, ja, durch deine Unsicherheit, du versuchst doch nur deine Flotterei durch deine Unsicherheit zu verbergen. Oh Mann. Bäumler will genießen, was er hat in Zukunft. Was Mariner genau gefällt, und dann kommt Riker an und schiebt ihm ein Pad zu, wo wahrscheinlich seine Versetzungsbefehle drauf sind. Ja, genau. Und weil er vorher noch so, ja, er wird nicht mehr so im Rang, am Rang und das behalten, was er hat. Und sie haben Patch, dass er die Frage bekommen hat, zum Lieutenant Junior, und hat dann, sieht man dann auf der USS Titan in der modernen Uniform, quasi in der First Contact Uniform. Und sind eigentlich immer noch besser als, weiß nicht, ja, die bunten Dinger. Die bunten Dinger sind zu bunt teilweise. Hier ist das mit den Farben. Die Farben sind auch nicht so knallig, sondern auch dunkler gehalten, was natürlich zu einem allgemeinen dunklen Ton passt. Aber ich finde das vom Stil her immer noch ein bisschen besser gelungen, muss ich sagen. Ja. Als, wenn dir so ein riesiger Farbklecks entgegenstrahlt die ganze Zeit. Genau. Vor allen Dingen, das der Computer, den er hat, das ist der PK-Computer, den er auf dem Tisch stehen hat, wo es halt mit etwas längeren Display, dass man die ganzen Nachrichten sehen kann. Ja, genau, die ganze Zeit sind da Mariner-Nachrichten, ist auch echt ein schönes Design, was sie da eingespielt haben, diesen Play-Button und sowas. Genau. Echt. Ja, Mariner ruft ihn halt die ganze Zeit an, hinterlässt immer irgendwelche Kurznachrichten. Komm zurück! Was soll denn das? Ich werde dich finden, ich werde dich zur Strecke bringen. Und wenn ich dich gefunden habe, dann werde ich dich an deinen Arm muss verfüttern. Genau. Und hinten dran sieht man noch das, die Bäumler-Effekt, die Platte. Auch eine schöne Hand. Dass er sich das aufgehoben hat. Weil er eigentlich so enttäuscht darüber war, dass ausgerechnet ein Effekt des Faulenzens nach ihm, derjenige, der nach Vorschriften, Regeln und so weiter gerne arbeitet, war ja damals eigentlich tierisch enttäuscht. Oh, es hat sogar eine Plakette. hat er sie aufgehoben. Also. Zack, dann sehen wir das Schiff von außen, die Titan einmal ganz kurz. Und dann kommen zwei rein, die wir vielleicht in der zweiten Staffel auch mal öfter zu Gesicht kriegen. Irgendwann momentan haben sie, ich weiß nicht, haben sie überhaupt Namen hier? Ich glaube nicht.
Nö. Zwei random Offiziere, die einfach sagen, hey Bäume, hey Brad. Ja, die sind hey, beim Feuer. Ja, ist der Brad. Wir müssen flitzen, schlüpfen in die Stiefel. Ist auch, die Sprache auf der Titan ist aber auch ein bisschen lässiger. Wir müssen Commander Trainer Tugana 4 eskortieren. Und Tugana 4 ist ja der Planet. Ist ja der Planet, wo er in der zweiten Folge mit Mariner war. Mit dem klingonischen Kronaut. Diplomaten im Shuttle da. Genau. Oh, der hat einen Ransom-Teller. Teller, ja. Als ich damals auf der Convention war, habe ich zum ersten Mal diese ganzen Tausenden von Star Trek-Teller gesehen. Mhm. Und ich mir dachte, wer hängt sich denn noch Teller an die Wand oder stellt es in diese Regalvorrichtung? Also ich verstehe da, Teller sind zum Essen drauf da, nicht, dass ich sie an die Wand nagel. Genau. Aber da bin ich auch irgendwie auf verlorenen Fuß, glaube ich. Der Spiegel ist auch ein interessantes Design. Das ist ein riesiger Spiegel, der in so einer 3D-Konsole eingefasst ist mit Licht. Mhm. Ja. Eigentlich schon fast ein Rückschritt zu dem, was 200 Jahre zuvor auf der Discovery verbaut ist, wo ein Spiegel ein Hologramm sein kann und so weiter. Mhm. Naja. Ist auch gut gemacht. Ja, aber sind dann eben halt, das im Hintergrund dürfte sein Bett sein, mit so einer riesigen Beleuchtungskonsole im Background. Mhm. Und, also Weiterentwicklung von dem, was wir bei Next Generation Voyager kennen. Also. Die Betten sind endlich nicht mehr unter den Fenstern. Also ich könnte nicht unter einem Fenster schlafen, wo ich den ganzen, wenn ich rausgucke, entweder von Sternen oder Planeten oder irgendwas angeleuchtet werde. Mhm. Nee. Könnte nicht. Wobei von Sternen wirst du nicht großartig angeleuchtet. Ja, aber leuchtet ja auch nicht. Man fliegt ja auch mal an der Sonne vorbei. Ja, meistens setzt man ja wirklich im Warp. Eigentlich im Warp und zwischen. Aber dann hast du die ganze Zeit vor deinem Fenster Sachen, die wir am Fenster vorbeiziehen. Das würde mich kirre machen. Also ich, wenn ich schlafen will, dann will ich es dunkel haben. Ich will da kein Licht drin haben. Kannst bestimmt auch irgendwie so eine Blende anschalten. Da kannst du wie Nidix Vorhänge anbringen. Ja, genau. Ach ja, schön. Du hast natürlich gefangen. Was? Du warst schon da? Du warst schon mal da. Er geht voll an, als ob er der Allwissende ist, sowieso wie Mariner halt, ne? Ja, genau. Jetzt ist er halt an der Stelle, wo Mariner war, am Anfang der Staffel. Ja, der eine bemerkt schon, dass sein Pad voll verrückt spielt und da ständig Nachrichten drauf eingehen. Ja, genau. Ah, das ist eine alte Freundin, sie ist auch, weil ich befördert wurde. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Diese Galaxie ist zu klein. Früher oder später treffe ich dich und dann pfeffer dich in den Armus. Hey, sei leise, Psycho. Oh, halt die Klappe, Jen. Ja, genau. Das ist auch schön. Dann auf der Brücke, dass er, oh, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ich war gerade auf dem Holodeck und hab mir ja die alten Folgen von die alte Enterprise angesehen, also Archer und die Leute. Was für eine Geschichte. Die haben es war ein langer Weg von hier nach dort. Schöne Anspielung auf das Schöne Thema. Anspielung auf die Intro. Ja, im Englischen sagt er ja sogar den Originalsatz. Das war so long road from here to there oder irgendwie so. Ja, genau, richtig. Ja. Das ist echt gut angespielt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich meine, ja, er hat es ja schon mal bei TNG gemacht, was ja dann das Staffelfinale der Enterprise eigentlich war. Mhm. Da hat er die Enterprise aber besucht, um eine, ich meine, keine Ahnung, warum er dann wusste, dass das da so behandelt wurde in diesem Holodeck-Kapitel, eine Lösung für sein Pegasus-Projekt-Problem damals behandelt. Ja, genau. So, ich weiß, irgendwo in den Kommentaren, vielleicht sogar bei Timelines, hat irgendjemand geschrieben, das ist aber falsch, weil das war ja nicht auf der Titan. Ja, aber wir wissen doch gar nicht, ob das hier eine Anspielung darauf sein soll. Ich denke eher, dass er mal wieder bei der alten Enterprise war, irgendwas anderes erlebt hat, weil, also, hier geht es ja auch nicht um das Pegasus-Problem. Spielt in der siebten Staffel von Next Generation auf der Pegasus war. Genau. Was Enterprise-Fans ja für das Sakrileg hinhalten, weil in der letzten Folge von, was eigentlich von Berman und Braga so gedacht war, als Abschiedsgeschenk an die Fans für 18 Jahre durch kontinuierlich Star Trek an die Fans. Sowohl die Schauspieler von Enterprise, die Hauptfiguren, als auch die Fans fanden es einfach nur scheiße, dass halt quasi das in eine Next Generation-Episode verwandelt worden sind. Ich fand es eigentlich damals gut. Ich fand es schön, als Next Generation-Fan fand es gut. Ja. Das ist nochmal eingefügt worden, dass man halt Picard gehört hat, dass aber man. Aber ich finde, wir hatten davor einfach diese, die, wenn man das,
die letzte Folge als Fanservice-Folge sieht, aber die Folge davor, die Doppelfolge mit dem, der auch später, wie hieß er, Bruce Weller oder so, der auch später bei Into Darkness mitgemacht hat, wenn man diese Doppelfolge das als Staffelfinale nimmt und das letzte dann nochmal so eine Fanservice-Folge, ich glaube, das kommt besser. Ja. Viele haben ja auch bemängelt, dass dann man ausgerechnet da den Cut gemacht hat, wo Arch theoretisch seine Rede hätte schwingen lassen können mit zur Gründung der Föderation. Ich hatte aber eigentlich schon weitaus früher gemacht, in der Folge, war das nicht sogar die Demon-Folge, wo er in dieser Diplomatie alle dazu zusammenbringt an Tisch und zum Reden und ja, wir Menschen sind halt auch nicht perfekt und ja, es gab jetzt den Fremdenhass auch wegen den Xindi und sowas hier auf dem Planeten, aber wir wollen zusammenarbeiten. Also, ich würde das vielleicht als Versöhnung, Leute, seht die zwei Folgen davor als Finale und das letzte ist ein Fanservice-Ding für TNG. So soll man es vielleicht sehen. Finde ich auch. Ach ja. Die hatten echt eine harte Reise vor sich. Oh ja. Ich finde auch irgendwie, ich meine, Enterprise wurde damals verdammt und sonst was und ich habe es damals geguckt. Ich finde auch heute noch eigentlich die ersten zwei Staffeln sind die schwächsten so ein bisschen. Aber wenn man, also theoretisch hätte man es viel schlauer angehen können. Man hätte eigentlich sich komplett nur auf den Menschen Vulkanier Andorianer und später noch diese Einklang von den Romulanern, die dann mit hier wie heißt dieses Ding, was Archer dann noch auskriegt im Indiana Jones Style? Diese Pyramide. Du weißt, was ich meine, ne? Oder ihr wisst, draußen weiß es jemand, schreibt es einfach in die Kommentare. Er kriegt ja irgendwie das Katra von Surak eingepflanzt, da von dem einen in der Wüste. Und hätte man sich komplett eigentlich nur auf diese Art von Story-Arc beschränkt, ich finde, der ist so brillant und hätte so viel mehr ausgearbeitet werden können. Man hätte sich diese ganzen anderen Einzelepisoden sparen können mit Voxola, Reparaturstation und eine Nacht auf Rise. Also man hätte sich auch den ganzen Suliban-Quark sparen können, finde ich. Der war auch irgendwie so im Nachhinein eigentlich unnötig. Einfach auf Vulkanier, Andorianer, Romulaner, die Gründung der Föderation, das hätte so viel Potenzial gehabt. Schade eigentlich, dass sie das nicht weiter ausgebaut haben. Tja. Naja. Aber es sind ja Gespräche dadurch, dass wie TOS damals, ne, was ja auch nicht der Quotenrenner war beim Erstausstrahlung, dass Enterprise sich so langsam also mehr Freunde gemacht hat, so ähnlich wie Deep Space Nine. Das war ja damals bei der Erstausstrahlung war auch nicht so beliebt. Ich selbst habe es lange Zeit verdrängt, bis ich das irgendwann zum ersten Mal geguckt habe und instant zur besten Star Trek-Serie, zumindest für mein Dafürbefinden, erklärt habe. Und ja, manchmal brauchen die Serien halt ein bisschen länger. Eben, genau. Und vielleicht sehen wir dann bei Strange New Worlds zumindest mal wieder Anspielungen oder vielleicht auch mal einen Charakter. Die leben da ja noch. Das ist ja nur, keine Ahnung, 15 Jahre danach oder irgendwie so. Ist ja nicht so weit weg, auf jeden Fall. Genau. Ich freue mich. Ja. Ich finde auch das Brückendesign finde ich auch richtig cool. Ja, jetzt wird eine Holzkonsole im Background. Genau. Das Holz ist so auf der Brücke. Es hat an die Enterprise E angelehnt vom Aussehen her, aber es sieht halt auch schick aus, finde ich. Ja. Ich weiß nicht, hast du auch die Szene da, wo es quasi aussieht, als ob Riker gerade singen würde? Den Frame. Wenn man sich die Beleuchtung anguckt, das hat ein bisschen was auch von so einer Art Jazzclub oder sowas, finde ich. So ein bisschen, ja. Von oben angestrahlt werden in so einem halb diffusen Licht. Sollen wir dann den kleinen Horger nehmen? Genau, schön. Gehen Sie auf Warp-Faktor 5, 6, 7, 8. Du und dein Jazz. Du und dein Jazz. Ehrlich. Ja, wusch. So Hilfe! Indisch. Hilfe! Da fliegt noch der Erdnuss-Snacks-Butter da. Oder wie Erdnuss-Snackbox. Muss ich ganze Ding an Weltraum. Wo war das denn noch? Per Anhalt oder die Galaxie? Nee, das ist bei Dingsbums, bei, ach Gott, wie heißt es denn? Portal 2, Portal 2. Ah, okay. Ja.
Da muss ich ja dran so denken. So lange her, nur einmal durchgespielt, wirklich. Zwar gutes Spiel, aber so alles kann ich mir auch nicht merken. Ja, alles gut. Schön. Hättest du jetzt gesagt, der Cake ist allein, dann hätte ich es vielleicht noch eher verstanden. Ja, jetzt sind wir hier schon im Abspann, leider Gottes. Und schon ist die Folge und auch die Staffel vorbei. Und schon nach lächerlichen 2 Stunden sind wir mit der Aufnahme schon wieder durch. Ja, es hat schon mal jemand geschafft, schneller rumzubringen. Ah ja. Die Kamera wieder ein bisschen drehen hier im Game. Ja, also es war eine sehr starke erste Staffel. Also ich glaube, so von allen Star Trek-Serien irgendwie die stärkste erste Staffel, die wir hatten. Absolut. Oh, ich bin ausgelockt worden. So viel zum Kameradrehen. Vorhin habe ich mich noch die ganze Zeit eingeloggt, das habe ich irgendwann irgendwie verbummelt. So. Ja. Fand ich gut, ich freue mich auf mehr. Ich freue mich auch. Und es wurde ja auch die 3. Staffel schon bestätigt. Von Lower? Von Lower Decks, ja. Haben auch gleich die. Sind die jetzt schon? Die 3. Staffel, ja, genau. Wow. Wo bist du denn? Ach, du bist woanders wahrscheinlich. Ich bin eigentlich noch da, wo ich vorher war. Ja, dann hast du mich auf eine andere Instanz verfrachtet. Ja, wenn du ausgelockt bist, sind wir auch nicht mehr im selben Team, ne? Ja. Soll ich die nochmal eben dazu holen? Warte mal. Ja, warum nicht? Ich hatte eigentlich einen anderen geschickt, aber. Ja, ja. Ja, ich hatte aus. Entschuldigung. Alles gut. Tja. Ich wahrscheinlich wieder im Transporterraum. Kann gut sein. Ja, bin gleich wieder. Dort bei den Gegnern gelaufen. Ja, also es sind unheimlich viele. Also gerade in der letzten Folge unheimlich viele Anspielungen auf die davor gehen. Die ganze Folgen. Staffel eigentlich im Hamburg. Zeigt dann auch, dass man eine ganze Serie quasi machen kann und schön sich auf die ganzen, auf das zurückbeziehen, was vorher da war. Ja, ich finde auch, Lower Deck spielt, wann genau, in welchem Jahr? Ich kann mir diese Zahlen also 2380. 2380, das heißt lächerliche 19 Jahre vor Picard. Warum ist das Design in Picard so sehr anders? Warum fliegen sie da auf einmal mit Discovery Shuttles? Warum gibt es keine richtigen Föderationsschiffe mehr, sondern nur so Klonflotten? Es ist so viel, ich weiß nicht. Ich habe, wie gesagt, ich erwarte nicht, dass Picard irgendwie eine Enterprise D 2.0 Verschnitt aus dem Hangar zieht, die alte Crew zusammenheuert und so. Das erwarte ich ja gar nicht. Aber allein der Stilbruch, den fand ich zu krass. Ja. Naja. Geht mir auch so. Geht mir auch so. Und das hat Lower Decks einfach viel besser hinbekommen. Theoretisch könnten sie bei Lower Decks könnten sie theoretisch auch nochmal Janeway einbauen, weil die in der Zeit ja auch noch lebt und auch noch Admiral ist. Ja. Dann hätten sie auch nochmal Voyager mit drin und nicht nur. Was ist Prodigy jetzt? Das ist ein Janeway-Trainings-Holo-Programm. Ja, ja, genau. Oh. Müssen wir mal gucken, was das gibt. Weiß nicht. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich auch nicht. Also meine Vermutung ist ja, dass das irgendwas von den, wenn es auch noch im Delta-Quadranten spielen soll, das heißt, wir erleben 0,0% Föderationsflair, weil es keine Schiffe, kein gar nichts da gibt. Und wir werden wahrscheinlich ein Programm haben, was irgendwie von einem alten chirurgischen Holodeck geklaut wurde oder sowas, keine Ahnung. Ja, aber wir warten mal ab. Ja, ich will es nicht fertig machen, aber ja. Man hat halt irgendwie immer andere Erwartungen. Ja. Na, vielleicht wird sie unterhaltsam, keine Ahnung. Ja, ich lasse mich überraschen. Ansonsten freue ich mich auf Lower Decks, ich freue mich ein bisschen auf Strange New Worlds. Ich freue mich bei Picard Staffel 2. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage, aber wenn Q zurückkommt, dann kann es eigentlich nur noch besser werden. Vor allem Q und Guinan. Vielleicht wird ja endlich mal der Story-Arc erklärt, wo die zwei da in 10 vorne sind und Q nur sagt, sie wissen, was für eine Kreatur sie sich hier an Bord geholt haben. Und Guinan nimmt da irgendwelche komischen Monsterhandfiguren an und Q wehrt sich dann noch gegen, wo man sich denkt, sind sie sich ebenbürtig. Vielleicht wird ja der Arc mal erklärt. Keine Ahnung. Wäre interessant. Gleichzeitig geht es ja offensichtlich irgendwie um Zeitreisen. Ja. Zumindest wenn man sich den Teaser da so anguckt.
Haben auch keine Zeit, über die Zeit zu reden. So viel Zeit haben wir nicht. Ja, Zeit ist ein Feuer, in dem wir langsam qualvoll ineinander verbrennen. So, was? Hä? Wie man scheißt. Schön anspielen. Ja, mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall in rosige Zeiten entgegen. Ich hoffe, es dauert immer so lang. Und dann, da ich bei allem anderen ja noch keinen Startzeitpunkt gesagt habe, gehe ich stark davon aus, dass es wohl. Ja, Lotex wird der erste sein. Das erste sein wird, was wir im August dann kriegen. Man muss ja auch sagen, August ist ultra nah von jetzt aus gesehen. Wir sind jetzt hier Mitte April, dann kommt noch Mai, Juni, Juli und dann ist schon August. Das sind nur 3 Monate. Also oder 4 bis zum Start, sagen wir mal so. Noch 3 Corona-Monate. Also wie man in Deutschland sagen würde, Lockdown 2. Lockdown 4. Ja, wir sind doch immer noch im selben, oder? Ist das nicht immer noch der von November, nur immer weiter ja, verlängert? Ja, ist es noch, ja. Nee, eigentlich ist der zweite noch, ja. Ja, also von Lockdown Light in Lockdown Mittelhart, in Lockdown etwas mehr hart, dann weniger hart, dann mehr, dann ja. weniger, dann mehr, dann weniger hart. Genau. Kann schon sie hart sein, wenn sie wollen, Captain. Ja, leider Gottes ist der Lockdown hart und weniger hart nicht das. Ist nicht so geil. Nee, nicht wirklich. Oh mein Gott. Ach ja, genau. Guti. Ja, ansonsten würde ich sagen, mir hat die Folge Spaß gemacht. Also der ganzen Staffel bisher würde ich locker eine 9,5 geben. Ich finde die einfach super gelungen, super unterhaltsam. Ist auch die erste Kurtzman-Ära-Serie, die ich so oft in so kurzer Zeit hintereinander geguckt habe. Vor allem, ich habe mich ja bei Picard so unheimlich über diese Flucherei die ganze Zeit aufgeregt, was dann absolut nicht gepasst hat. Aber dadurch, dass es hier so unterm Deckmäntelchen flog und das Tempo überhöht war, ist es gar nicht so aufgefallen. Ja, man hat aber auch vieles bei Lower Decks auch weggepiepst und nicht einfach drinnen gelassen. Ja, genau. So, bei Picard muss man sagen, man erwartet zumindest vielleicht die Sprachart von TNG, die sehr, ich will jetzt nicht sagen gehoben war, aber zumindest sauber. Also in Form von ohne große Fluchereien, Beleidigungen und sonst was. Also wenn, dann war es nicht von der Seite der Föderation aus, sondern von der Gegenseite, also vom Counterpart. So. Wenn hier dann ein Admiral ein Picard gewisse Worte zuwirft, wirkt das natürlich schon. Naja. Fucking hubris. Aber wusstest du, das ist mir neulich auch zum ersten Mal aufgefallen, wie gesagt, Enterprise, ich bin jetzt in der 4. Staffel, bin ich. Da fällt das Wort Hurensohn. Echt? Ja, haben mich auch überrascht. Ich müsste es vielleicht nochmal im Englischen gucken, ob die, weiß nicht, vielleicht wieder Son of a Bitch oder einfach sowas da von sich geben. Aber Hurensohn hat mich auch überrascht, als ich es neulich gehört habe. Ich weiß jetzt. Ja, mich auch irgendwie. Ja, wobei. Das war so Anfang der 2000er war es so extrem. Ja, also es war aber auch, also bis auf dieses eine Ding hat man sich schon noch an die, ich sag mal, die gute Wortwahl gehalten in den Staffeln. Ja, stimmt. Ja, mal gucken. So, nachdem wir jetzt hier so viel für Hurensohn und das F-Wort und die anderen Worte verwendet haben, werde ich wahrscheinlich von Google sowieso wieder als unfreundlich eingestuft, von daher. Echt? Ist jetzt auch alles egal. Gut. Ja, ich muss jedes Mal, das ist jetzt auch neu seit einem halben Jahr, muss ich bei jedem Video angeben, ob es A, ein Video für normale Zuschauer ist oder ob das ein Content speziell für Kinder ist. Ach so, ja, das habe ich gesehen neulich, wo ich das ein Video geladen habe. So. Nein, das ich mache keinen speziellen Content für Kinder. Klar, können es Kinder gucken, aber ich mache hier keine Sesamstraße oder sowas. Ja, genau. So, wenn Eltern nicht überwachen, was ihre Kinder tun, dann gucken die mich halt auch und dann kriegen die halt auch einen gewissen Wortschatz. Ja. Keine Ahnung, kann ich nicht verhindern. Aber laut der Statistik ist meine Zuschauerschaft 30 und älter, mehr als jünger. Von daher, na dann. So. Hast du noch letzte Worte? Was ist denn deine Bewertung der ersten Staffel oder vielleicht auch der letzten Folge im Einzelnen?
Die letzte Folge 10 von 10. Auf jeden Fall diesmal 10 von 10. Echt, da gibst du 10 von 10. Ich traue mich nicht, 10 von 10 zu geben. Deswegen würde ich die war echt perfekt. Die war echt perfekt. Du hast keine Dinge gehabt, wo ich sage, oh, das war jetzt irgendwie doof. Oder, oh. So, das da kann ich jetzt wirklich sagen, das ist, du hast Callbacks gehabt für die ganze Staffel. Du hast für auf TOS beziehen sich zurück, auch stilvoll. Sie haben TOS wunderbar integriert. Sie haben eigentlich TOS und TAS integriert, immer so. Und TNG. Und TNG, ja, auf jeden Fall. Die Story war spannend. Der Humor war einzigartig. Die Titan ist eh super, super mega genial gewesen. Die Musik, als die Titan ankommt und angreift. Ja, das ist so mega. Ich tut meinen Nachbarn ein bisschen leid, weil ich den dann einfach mal beim zweiten Angucken laut aufgedreht habe. Scheiße. Ach, mein Nachbar, die ist eh schwerhörig, die kriegt eh nichts mehr mit. So läuft, wie die ihren Scheißen immer laufen lässt, ist relativ egal. Das ist aber nicht so wie bei diesem einen Grönemeyer-Song, wo sie ist taub und dreht die Musik deswegen extra laut auf. Nein, oder so. Oder nein. Damit das Wummern noch irgendwie mitkriegt. Also, ich traue mich nicht 10 von 10 geben, aber ich würde sagen, ich gebe eine 9,99995. Mhm. Ja, weißt du was, scheiße, 10 von 10. So, komm, jetzt habe ich 10 von 10. Einmal darf man es geben. Genau. Auch wenn es... Sie ist echt perfekt, die Folge. Man kann echt nichts. Nicht viel zum Aussetzen, ja. Eigentlich nichts. Was heißt nicht viel? Ah. Ich finde nichts. Ja. So schöne Anspielung an so viele Sachen. Und gleichzeitig erzählt es eine eigene Story, ohne nur warmer Aufguss von irgendwas zu sein. Das ist echt gut. Sag ich doch. Mut zur Lücke. Mehr davon, Kurtzman. Mehr davon. Genau. Ich bin ja. Sie haben mir jetzt, neuen Star Trek Kinofilm angekündigt für 2023. Ich bin gespannt, was das wird. Hä? Was? Ja, hast du nicht mitgekriegt? Gestern hat Paramount angekündigt, dass 2023 ein neuer Star Trek Kinofilm offiziell. Nee, 23 übernächstes Jahr, ne? Ja. Also Freunde, ungefähr zum Ende des Lockdowns kommt er. Genau, wenn wir wieder ins Kino gehen können, vielleicht. Das Jahr, in dem dann wahrscheinlich auch endlich mal James Bond Es ist keine Zeit zum Sterben kommt. Genau. Der jetzt auch schon 5-mal verschoben wurde. Oh Mann. Ach ja, genau. Dann bleibt es eigentlich nur noch zu verraten, was wir ab nächste Woche dann machen. Stimmt. Freunde, wir wechseln das Serienuniversum. Es geht zu den Lichtschwertern, den Jedis, den Ewoks. Ja, wobei eigentlich in der ersten Staffel von keinem davon was vorkommt. Ja, das war jetzt so der Teaser, in welches Universum wir gehen. Ich glaube, die Leute haben es aber auf den Lichtschwertern schon verstanden. Ja. Die Ewoks waren nochmal so eine ironische Anspielung. Ja, also wir fangen mit The Mandalorian an. Genau. Die Frage ist, wie schnell wir das jetzt umsetzen, weil ich will das in etwas anderem Format machen als das hier. Das heißt, wir werden nicht mehr in irgendwelchen Spielen rumstehen, weil ich finde das ein bisschen sinnbefreit auf Dauer. Bietet sich bei Star Trek natürlich noch weiterhin an, wenn wir auch bei anderen Star Trek Serien so machen, aber bei Serien, die nicht Star Trek bezogen sind, kann man auch mal ein eher klassisches Podcast-Format angehen, finde ich. Genau. Und da können wir dann auch Bilder mal einbinden, über die wir dann gerade reden. Das finde ich vielleicht ein bisschen interessanter auch für die Zuschauer da draußen. Denke ich doch, auf jeden Fall. Zumal sich wahrscheinlich sonst der ein oder andere Star Wars-Fan echauffieren würde darüber, wenn wir hier ständig im Star Trek-Universum rumstehen. Genau. Wenn wir über Mandalorian reden. Judy. Und bevor jemand das sagt, bei SWTOR kann man leider nicht im Background sein. Genau. Weil dann gibt es nämlich nur ein Standbild. Das durfte ich jetzt bei der Kommentierfolge da auch feststellen. Ihr seht da eigentlich nur die ganze Zeit ein Standbild. Mhm. Weil wenn ich mir die Kommentare unter dem Video angucke, bleibt das Spiel einfach stehen. Ja. Leider. Wenn es jemand weiß, ob man das deaktivieren kann, dann hier mit der Info. Ich habe es nicht gefunden in den Einstellungen, aber... Ich habe es auch nicht gefunden. Bin ja auch nicht der Allwissende. Ach, ja. Gute Freunde. So, dann nach 2 Stunden 10 geben wir ab. Und bedanke mich beim Toni fürs Mitmachen. Immer sehr gerne. Und dann horchen wir uns wieder, wenn es heißt
Möge die Macht mit dir sein. Irgendwie so, genau. Guti, dann macht's gut. Hummel, hummel. Moss, moss.